Reflexionen im Objektiv. Wetterballons. Optische Täuschungen. Sumpfgase. 95% aller UFO-Sichtungen sind schnell widerlegt. Doch für die anderen 5% gibt es zahlreiche Augenzeugen und Belege. Neue Beweismittel, Tonaufnahmen, Radardaten und bisher unveröffentlichte Zeugenaussagen machen diese Sichtungen zu Fällen, die überprüft werden müssen. Viele vermeintliche UFOs werden von Zivilpersonen gesichtet, einige wenige sogar von mehreren gleichzeitig. Die meisten Meldungen werden jedoch schnell widerlegt. Aber was, wenn 60 US Air Force Mitarbeiter mitten im Kalten Krieg 45 Minuten lang ein vermeintliches UFO über ihrer atomar bewaffneten Basis beobachten? Here we have a senior... Ein ranghoher Offizier meldet eine UFO-Sichtung direkt über der bedeutendsten Militärbasis der NATO. Und niemand reagiert darauf. Erstaunlich, nicht wahr? I found that absolutely astounding. Heute, rund 30 Jahre später, kommen die Hauptzeugen mit ihren Erlebnissen an die Öffentlichkeit. Team und Zeugen hatten Order, strengste Geheimhaltung über die Untersuchung zu wahren. Dies ist der außergewöhnliche Vorfall im Randallsham Forest. Ich bin Oberst Charles Holt. 1980 war ich stellvertretender Kommandeur des Stützpunktes Bentwaters Woodbridge in England. Damals war Bentwaters das größte taktische Jagdgeschwader der freien Welt. Als eine der wichtigsten Einrichtungen der NATO mussten wir auf jede Eventualität vorbereitet sein. Am frühen Morgen des 26. Dezember wollte ich das Protokollbuch holen, in dem alle Vorkommnisse der letzten 24 Stunden aufgelistet sind. Als ich ins Büro kam, fing der diensthabende Sergeant an zu lachen. Er sagte: Oberst, das werden Sie nicht glauben. Letzte Nacht haben unsere Polizisten im Wald UFOs gejagt. Sie wollten eigentlich einen Flugzeugabsturz untersuchen und hatten dann eine Begegnung der besonderen Art. Ich sagte: Nehmen Sie auf, dass Lichter gesehen wurden. Dabei belassen wir es. Holt hofft, die UFO-Geschichte werde sich in Wohlgefallen auflösen, trotz zunehmender Gerüchte über eine seltsame Sichtung im Wald an Heiligabend. Doch bald wird er gezwungen zu handeln. Zwei Abende später warteten wir bei der Weihnachtsfeier gerade auf den Nachtisch, als ein Flight Lieutenant dem Kommandeur und mir sagte, das UFO sei zurück. Ich war sicher, das Ganze würde sich aufklären. Ich nahm mein Diktaphon und einen Geigerzähler und wir fuhren in den Wald. In der Nacht vom 27. zum 28. Dezember 1980 fährt Oberst Holt mit vier Offizieren, darunter ein Flugkommandant und ein Katastrophenschutzexperte, an den Ort des angeblichen Geschehens. Und siehe da, die Hälfte unserer Sicherheitskräfte ist vor Ort. 6-7 Jeeps und Pickups im taghell erleuchteten Wald. Eine potenzielle PR-Katastrophe. Also sagte ich allen, sie sollen abbrechen und Männer und Ausrüstung zurück zur Basis bringen. Dann ging ich mit meinem Diktiergerät und einem kleinen Team zum angeblichen Landeplatz. Holt und sein Team bemerken drei Vertiefungen im Boden. Zusammen bilden sie ein Dreieck. Die Strahlenwerte sind um ein Zehnfaches höher als die normale Grundbelastung. Hinter der Sichtung scheint mehr zu stecken, als Holt zunächst glauben möchte. Die Bäume am Landeplatz hatten Scheuerstellen. Es gab abgeknickte Äste und beschädigte Baumkronen. Offensichtlich war etwas durch die Bäume gebrochen. Wir hörten auch die Tiere vom nahegelegenen Bauernhof.
Die Kühe und Hühner waren kurzzeitig sehr aufgeregt und wurden dann ganz still. Dann plötzlich bemerkte jemand ein rot leuchtendes Objekt in der Ferne und ich habe das Diktiergerät wieder eingeschaltet. Aus der Nähe können Holt und sein Team auch Details erkennen. Es war oval. Diese Fläche war rötlich. Geschmolzenes Metall löste sich und fiel zu Boden. Das Zentrum war tiefschwarz und zwinkerte fast wie ein Auge. Das Objekt bewegte sich zickzackförmig in knapp 2 Metern Höhe durch die Bäume, als würde es etwas suchen. Es wurde eindeutig von einem intelligenten Wesen gesteuert. Ähnliche Berichte gibt es von anderen UFO-Sichtungen. Es gibt viele Berichte von schnellen, roten und gezielt fliegenden Flugkörpern. Für Holt und seine Kollegen alles andere als ein typisches Erlebnis. Wir beobachteten es 2-3 Minuten lang. Dann zerteilte es sich lautlos in 5 weiße Teile und verschwand. Wir waren wirklich schockiert. Ich dachte, das kann man doch keinem erzählen. Das glaubt niemand. Das ist zu bizarr. Dann schaute jemand nach Norden und sagte, was ist das? Vier oder 5 ovale Gebilde mit verschiedenfarbigen Lichtern, etwa 1 Kilometer hoch, mit abrupten, schnellen Bewegungen. Wir hatten massenhaft Störgeräusche im Funk. Das ging die ganze Zeit so. Einige glaubten, einen Lichtstrahl über dem Waffenlager zu erkennen. Wir waren alle ziemlich beunruhigt. Plötzlich schwebt eines direkt über uns und wirft einen Lichtstrahl auf den Boden. Wir standen völlig regungslos da, wie unter Schock. Ich dachte, das muss doch irgendeinen Grund haben. Wollen sie kommunizieren? Angreifen? Warnen? Was sollen wir jetzt machen? Holt und seine Männer sind wie gelähmt. Auf so einen Anblick wurden sie in ihrer Militärausbildung nicht vorbereitet. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Dann verschwand es genauso plötzlich, wie es aufgetaucht war. Ich denke, das ist doch nicht normal. Was mache ich hier nur? Das ist doch ein Karrierekiller. Mehr als 60 Air Force-Mitarbeiter wollen in jenen 2 Nächten im Randallsham Forest ein UFO gesehen haben. Auf dem Stützpunkt war man erschüttert. Wir waren mitten im Kalten Krieg und die Basis war mit Nuklearwaffen ausgestattet. Eine Frage der nationalen Sicherheit für Briten und Amerikaner. Als befehlshabender Offizier muss Holt Meldung an seine Vorgesetzten machen. Er verfasst eine kurze Aktennotiz und hofft, das Ganze sei damit erledigt. Da sich der Stützpunkt in England befindet, wird das Memo an das zuständige Verteidigungsministerium weitergeleitet. Dort misst man dem Vorfall keinerlei Bedeutung für die nationale Sicherheit bei und schließt die Akte. So sollte es mehr als 10 Jahre lang bleiben. Ich heiße Nick Pope. Ich habe 21 Jahre lang für das Verteidigungsministerium gearbeitet. In den frühen 90er Jahren habe ich dort die UFO-Ermittlungen geleitet. Ich habe Sichtungen überprüft und ermittelt, ob Gefahr für das Vereinigte Königreich besteht. 1994 befasst sich Pope mit dem Vorfall im Randallsham Forest.
Es war auffällig, dass es keinerlei offizielle Reaktion auf Halls Bericht gegeben hatte. Einer der ranghöchsten Offiziere, die je so etwas zu Protokoll gegeben haben, berichtet von einer UFO-Landung in der Nähe zweier äußerst wichtiger NATO-Stützpunkte. Und niemand reagiert darauf. Äußerst bemerkenswert. And there's no response to him. I found that absolutely astounding. Pope veranlasst eine umfassende Untersuchung, die sich über 3 Jahre erstreckt und entdeckt entscheidende Fehler in der Erstermittlung. Der Vorfall betraf 2 zusammengehörige Militärbasen, Bentwaters und Woodbridge. Es waren zwar US-Stützpunkte, aber auf britischem Boden. Es herrschte völlige Verwirrung über die Zuständigkeit. Ein weiteres Problem war, dass die Landestelle nicht sofort abgesperrt wurde. Durch ständiges Kommen und Gehen wurden Spuren verwischt. Man hätte einen Metalldetektor einsetzen müssen und Bodenproben nehmen, doch das wurde versäumt. Nach einiger Zeit stößt Pope auf einen der gröbsten Fehler im Zuge der Erstermittlungen. Ich untersuchte, ob das UFO vom Radar erfasst wurde. Ein Augenzeuge sagte aus, ein Objekt, das er nicht zuordnen konnte, habe sich 2 oder 3 Radarumdrehungen lang über den Stützpunkten befunden und sei dann verschwunden. Der damalige Bericht an die Briten enthielt aber ein falsches Datum und man überprüfte die falsche Nacht. Als wir das bemerkten, waren die Radardaten nicht mehr verfügbar. Die Erstermittlung wimmelte vor groben Fehlern. Doch Pope untersucht nicht nur die Fehler der Erstermittler. Bald sollte er einem Zeugen begegnen, der einem der Flugobjekte so nahe kam, dass er es berühren und faszinierende Zeichnungen anfertigen konnte. Eindeutige Beweise für unbekannte Flugobjekte im Luftraum über dem Vereinigten Königreich. 1980. Kurz nach Weihnachten beobachten mehr als 60 Mitarbeiter der US Air Force über den NATO-Stützpunkten Bentwaters und Woodbridge in England mehrere seltsame Flugobjekte. Der Vorfall erschüttert auch Oberst Charles Hald, den stellvertretenden Stützpunktkommandeur. Ich dachte, das kann man keinem erzählen. Das glaubt niemand. Das ist zu bizarr. Die Sichtung wurde nie von offizieller Seite kommentiert. Die Zeugen werden mit ihren Eindrücken allein gelassen. Bis der Brite Nick Pope, UFO-Beauftragter des Verteidigungsministeriums, die Untersuchung der inzwischen berüchtigten Sichtung neu aufrollt. Die Erstermittlung wimmelte ganz eindeutig vor groben Fehlern. Aufgrund dieser Versäumnisse stellt Pope weitere Nachforschungen an. 1994 spricht er mit einem äußerst wichtigen Zeugen, dem zum Zeitpunkt des Vorfalls für die Sicherheit zuständigen Sergeant James Penniston. 2 Tage vor Oberst Halls Sichtung hatte auch Sergeant Penniston das UFO gesehen. Zusammen mit 2 weiteren Piloten hatte er sich dem Objekt sogar genähert. Dadurch konnte er faszinierende Zeichnungen anfertigen. Penniston kam dem Objekt sehr nah. Hier die Dreiecksform. Genauso angeordnet wie die Vertiefungen, die man auch an der Landestelle gefunden hatte. Dort, wo auch die höchsten Strahlungswerte gemessen wurden. Als wir uns dem Flugobjekt näherten, spielte der Funk verrückt. Die Luft war elektrisch geladen, wir spürten das an Kleidung, Haut und Haaren. Meine Ausbildung hatte mich zu keinem Zeitpunkt auf so etwas vorbereitet. Sergeant Penniston beobachtete das Objekt für fast 45 Minuten. Besonders faszinierend waren die Symbole, die er an der Seite des Flugobjekts bemerkte. Sie erinnerten ihn an ägyptische Hieroglyphen.
Er hat sie in seinem Notizbuch festgehalten. Viele Jahre nach dem Vorfall beschließt Sergeant Penniston, öffentlich über das Erlebte zu sprechen. Mehr als 80 Mitarbeiter der US Air Force, allesamt bestens geschult, sahen den Start mit eigenen Augen. Team und Zeugen hatten Order, strengste Geheimhaltung über die Untersuchung zu wahren. In der Nachbewertung des Vorfalls im Randallsham Forest ist für mich eindeutig bewiesen, es handelte sich um UFOs im Luftraum über dem Vereinigten Königreich. Mittlerweile gilt der Vorfall als eine der überzeugendsten UFO-Sichtungen. Sie weist eindeutige Parallelen mit anderen glaubwürdigen UFO-Fällen auf. Dreieckige, scheibenförmige Flugobjekte, die sich lautlos bewegen und schnell extreme Geschwindigkeiten erreichen. An diesem Vorfall werden alle anderen UFO-Sichtungen gemessen. Dank offizieller Untersuchungen von weiteren Fällen, die hochrangige Militärmitarbeiter oder Regierungsvertreter gemeldet haben, ergibt sich unwiderlegbares Beweismaterial. Doch was, wenn eine ganze Stadt ein UFO von der Größe zweier Fußballfelder beobachtet? Es sah aus wie ein Bumerang. Ein großes, schwarzes Objekt kam auf uns zu. Ich dachte, ich werde ohnmächtig. Ich war wie erstarrt. Dieses Ding war kilometerlang. 1997 sahen Tausende ein riesiges Flugobjekt über Phoenix, Arizona. Do these lights belong to visitors from outer space? Es kam im Fernsehen. Alle gingen raus und sahen in den Himmel. Diese eindrucksvolle UFO-Sichtung liefert neue Erkenntnisse. Man versuchte sich in offiziellen Erklärungen. Die Air Force will gegen 22 Uhr Leuchtraketen abgeworfen haben. Die ersten Augenzeugenberichte gingen aber schon über eine Stunde früher ein. Das verhöhnt also tausende Aussagen. Ein ehemaliger Gouverneur macht ein Geständnis. Ich wusste mehr über die Lichter von Phoenix, als ich sagte. Dies sind die Phoenix Lights. Ich bin Fife Symington, ehemaliger Gouverneur von Arizona. Während meiner Amtszeit, Anfang 97, geschah etwas Seltsames. Manche nennen es die Lichter über Phoenix. Es begann Donnerstag, den 13. März 1997, 20.30 Uhr. Meine Tochter Monica rannte herein und sagte, etwas käme über den Camelback Mountain. Die Kinder rannten sofort raus und ich hinterher. Ich sah nach Norden. Meine Frau und ich sahen drei helle Lichter. Sie kamen in Form eines Dreiecks auf uns zu. Vorne waren fünf große Lichter. Es sah aus wie ein Bumerang. Ein massives Flugobjekt, lautlos, knapp über dem Boden. Die Größe war unglaublich, absolut gewaltig. Sogar größer als ein Einkaufszentrum. Es schwebte direkt über unserem Haus und wir konnten es 5 oder 6 Minuten lang beobachten. Meine Frau und ich starrten uns nur an und ich sagte, wir haben gerade unser erstes UFO gesehen. Do these lights belong to visitors from outer space? Hundreds of people across the valley think it's a distinct possibility. What is described as a giant, brightly lit boomerang soars through the air. No official explanation of those strange, bright lights. That night, what was being blasted all over. Es war das Thema im Fernsehen und Radio. Alle gingen raus und sahen in den Himmel. Tausende Menschen im Valley beobachteten es. In meinem Büro und dem Sicherheitsministerium liefen die Telefone heiß. Alle fragten, was los war. Ich habe beim Leiter der Nationalgarde angefragt und Mitarbeiter meiner Abteilung erkundigten sich bei der Luke Air Force Base, ob sie über dem Valley unterwegs waren. Wir bekamen keine Antwort. Nur ein, tja, wir wissen nicht, was es ist.
Something strange happened in the skies over Arizona that still hasn't been fully explained. It's something UFO enthusiasts are calling a major sighting. Pilots report seeing it in the air, yet military radar screens pick up nothing. Whatever it was, it has more than a few Phoenicians watching the skies tonight. Well, in the weeks following... Über 700 Zeugen meldeten sich in den Folgewochen bei Behörden und beim National UFO Reporting Center, das damals in Seattle saß. Darunter waren Piloten, Polizeibeamte und Angehörige des Militärs. Trotz unterschiedlicher Beschreibungen des Objekts kristallisieren sich Parallelen heraus. Es war ein massives Objekt, nicht nur Lichter, in der Form eines Dreiecks, und es bewegte sich völlig lautlos. Und es wurde von verschiedenen Orten im County insgesamt 106 Minuten lang beobachtet. We literally were laying down on the grass looking up at it. It was a solid, solid, solid object. Something that I'll never explain. Real deal. It was a major UFO. Eine riesige UFO-Sichtung, die Tausende in ganz Arizona miterlebten. Und alle erwarteten eine Stellungnahme der Regierung. Sie können sich vorstellen, dass die Menschen langsam panisch wurden. Sie wollten wissen, was vor sich ging und was wir unternehmen würden. Ich werde eine umfassende Untersuchung durch das Pentagon veranlassen. Wir werden aufklären, ob es ein UFO war. Ich habe nicht locker gelassen, ich wollte antworten. Doch niemand wollte zugeben, offiziell etwas gesehen zu haben. Stadträtin Barwood hat sich dann der Sache angenommen. Sie rief Senator John McCain an, dem die Air Force dann antwortete. Die Air Force teilt mit, es habe sich bei den Lichtern um Leuchtraketen gehandelt, die zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr abgeschossen wurden. Da jedoch bereits um 20.15 Uhr Lichter beobachtet worden waren, noch dazu in einem anderen Teil der Stadt, liefert auch das keine Erklärung. They were all shot right around 10 o'clock at night. They were all southwest of Phoenix. They weren't even over the city or even in the county. What my wife and I saw happened at 8:30. Seems to me, this big object came over at 8:30. The authorities decided they better do something to cover it up till they had a flare show at 10. Well, it was an intentional diversion, yes. Verwirrend ist, dass die Lichter, die das Fernsehen zeigte, tatsächlich die Leuchtraketen waren. Denn die Bilder wurden gegen 22 Uhr aufgezeichnet, als sie abgeworfen wurden. Das erklärt aber nicht die vielen Augenzeugenberichte. Die Leuchtraketen wurden 2 Stunden nach den ersten Sichtungen abgeworfen. Wo ist der Zusammenhang? Weitere Zweifel wirft ein bislang unveröffentlichter Gesprächsmitschnitt auf. Am frühen Morgen des 14. März geht beim National UFO Reporting Center ein Anruf von der Luke Air Force Base ein. Currently, we got a call from Prescott Valley Airport, a small airport north of us, reporting an object that had a near miss with a small Cessna. The call came up approximately 8:32 that they encountered something over Phoenix, Arizona, over the area of 7th Avenue and Indian School Road. They don't know what it was. Dem Anrufer zufolge starteten kurz nach 20.30 Uhr 2 F-15 Eagle, um den Vorfall zu untersuchen. Nach deren Rückkehr sprach der Anrufer mit einem der Piloten, der zutiefst erschüttert schien. The command pilot of this particular flight, I've never seen this man scared. And he was scared to death. He's not sure what it was. His statement was that they followed this aircraft. It went on a straight line course heading towards Sky Harbor Airport, which is one of our main airports here, at approximately 18,000 feet, descending to 10,005. He saw 5 distinct lights in a triangular pattern. First 3 lights were in a tight triangular formation, and then the other light was at about 400 yards, also on the east side of the triangle. It scared the hell out of them, and after they landed, the base was, we had a complete lockdown. All hell broke loose, basically, and the facility was closed. Trotz dieses Berichtes bestreitet die Air Force die Sichtung. Aber wie schon beim Vorfall in Randall Sam gelingt es den Behörden nicht, alles unter den Teppich zu kehren.
Die Geschichte hielt sich hartnäckig. Der Gouverneur musste sich dem stellen. Governor Fife Symington is determined to find out what those lights are all about. Die Phoenix Lights erregten Aufsehen, auch wegen Governor Symingtons Enthüllungen. Ich wusste mehr, als ich sagte. Führen Sie den Angeklagten rein, damit wir uns ein Bild von ihm machen können. Es ist Zeit, das ein für alle Mal richtig zu stellen. Wenn man ein öffentliches Amt innehat, muss man sehr vorsichtig mit sensiblen Themen wie UFO-Sichtungen umgehen. Wenn man als Person des öffentlichen Lebens über UFOs spricht, steht man sofort im Kreuzfeuer. 1997 sahen tausende Menschen ein UFO über Phoenix, ein dreieckiges Flugobjekt von der Größe mehrerer Fußballfelder. Ähnlich wie in Randlesham konnte man es in der ganzen Region sehen und das über 106 Minuten lang. Tausende hatten es gesehen. Das öffentliche Interesse wurde fast schon zu Hysterie. Drei Monate später bringt die USA Today die Sichtung aufs Titelblatt und rückt Governor Symington damit ins Zentrum des Interesses. Anfang Juni wurde das öffentliche Interesse so groß, dass wir praktisch belagert wurden. Also berief ich die Pressekonferenz ein, um die Gemüter zu beruhigen. Am 19. Juni tritt Symington vor die Presse und verkündet, das Rätsel sei gelöst. Ich bitte nun Officer Stein, den Angeklagten hereinzuführen, damit wir uns ein Bild von ihm machen können. Halten Sie ihn von mir fern, bitte. Ich hoffe, das zeigt Ihnen, dass Sie das Ganze eindeutig zu ernst nehmen. Das sollte ein Scherz sein. Leider fand ihn niemand lustig. Das war eine Beleidigung. Ich bin sauer, genau wie viele andere Augenzeugen. Viele hätten etwas aussagen können, haben aber geschwiegen, weil sie nicht ausgelacht werden wollten. Ich war wütend, denn ich weiß, was ich gesehen habe. Eine Frechheit. Dieses Ding war 5 Minuten lang über meinem Haus. Das sollte doch jemanden interessieren. Die Pressekonferenz hat viele Menschen verärgert. Das tut mir leid. Vor allem aber wusste ich mehr über die Lichter, als ich sagte. Ich hätte schon früher über mein eigenes Erlebnis sprechen sollen. Am 13. März saß ich mit meiner Familie beim Abendessen. Das Fernsehen brachte die UFO-Meldungen. Ich war also auf dem Laufenden. Ich sagte, ich fahre mal kurz den Lincoln Drive am Squaw Peak vorbei und sehe nach, was da los ist. Als ich ankam, waren die Leute ganz normal im Park unterwegs. Ein paar Minuten später rief jemand, guck mal, da. Im Nordwesten zeichnete sich dieses gewaltige Flugobjekt in etwa 1 Kilometer Höhe ab. Es nahm einen großen Teil des Himmels ein. Weiter entfernt waren Flugzeuge. Die wirkten im Vergleich dazu wie Ameisen. Es kam lautlos auf uns zu. Es bewegte sich sachte, nicht besonders schnell. Es schwebte einfach über den Squaw Peak. Wir konnten die Silhouette wirklich gut erkennen. Governor Symington beobachtete das Objekt eine knappe Minute, dann verschwand es. Plötzlich war es einfach weg. Ich war bei der US Air Force und bin mein ganzes Leben lang geflogen. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Es besaß offenbar flugtechnische Fähigkeiten, an die unsere Maschinen nicht heranreichen. Aber ich dachte, ich werde den Mund halten. Ich bin Gouverneur. Und wenn ich darüber rede, wird die Hysterie noch größer. Ich musste die Belange meines Bundesstaats berücksichtigen. Symington hüllte sich den Rest seiner zweiten Amtszeit in Schweigen. Doch jetzt, gut 15 Jahre später, zieht er Konsequenzen. Was die Regierung betrifft, hat man immer den Ehrgeiz, für alles eine Erklärung zu haben. Behörden können schwerlich sagen, wir wissen es nicht, wir haben keine Erklärung. Das gilt als Schwäche.
Aber dieser Fall war mir eine echte Lehre. Regierungsmitglieder müssen offener und mutiger mit solchen Sachverhalten umgehen. Ordnungsgemäß und objektiv. Wenn wir keine Erklärung haben, dann sollten wir das auch sagen. Es ist Zeit zu handeln. Die Beobachtungen vom März 1997 werden nach wie vor diskutiert. Der Fall bleibt weiterhin ungeklärt. Er machte dennoch deutlich, dass Untersuchungen des UFO-Phänomens nötig waren, und zwar durch eine offizielle Regierungsstelle. Derzeit gibt es in den USA keine amtliche Stelle, an die sich Menschen wenden können, wenn sie eine Beobachtung melden möchten. Interessant ist auch, dass die staatliche Luftfahrtbehörde FAA ihren Angestellten per Dienstvorschrift untersagt, ihren Arbeitgeber von etwaigen UFO-Sichtungen zu unterrichten. Sie sagen also, dass die US-Regierung nichts von UFO-Sichtungen hören will. Piloten und Mitarbeiter der Luftfahrtbranche sind äußerst kompetente Augenzeugen. Aber aus Angst um ihre Karriere verschweigen sie UFO-Sichtungen meist. Das ist ein Problem, denn so werden kaum Fälle gemeldet und die Informationen über das Phänomen beschränkt. Ohne amtliche Meldestelle und in der Sorge, sich durch eine UFO-Sichtung lächerlich zu machen, lassen sich Häufigkeit und Ausmaß von UFO-Aktivitäten kaum dokumentieren. Doch besonders für die Luftfahrt wirkt dies eine ernstzunehmende Gefahr. Falls UFOs existieren, könnte ein Zusammenstoß mit einem Flugzeug katastrophale Folgen haben. Knapp 10 Jahre nach den Phoenix Lights wirft eine mutmaßliche UFO-Sichtung an einem der verkehrsreichsten Flughäfen der USA erneut Fragen auf. Pilots and United Airlines workers swear they saw one, a UFO. Das war kein normales Flugzeug. Unseriöse, sensationsheischende UFO-Berichte überschwemmen das Internet und erschweren es, die glaubwürdigen Berichte herauszufiltern. Und deswegen hat eine kleine Gruppe von Experten strenge wissenschaftliche Standards für die Bewertung von Hinweisen entwickelt. Teil dieser Gruppe ist auch die Journalistin Leslie Keen. Ich beschäftige mich seit über 10 Jahren mit dem Thema und konzentriere mich grundsätzlich nur auf die wesentlichen Fakten, Radaraufzeichnungen, Fotomaterial und Sachbeweise, die labortechnisch untersucht wurden. Nichts, das auf Verschwörungstheorien hinweist und im Internet kursiert. Im Januar 2007 hat es eine erstaunliche Geschichte auf die Titelseite der Chicago Tribune geschafft. Angestellte von United Airlines hatten ein scheibenförmiges, metallenes Objekt gesehen, das über ihrem Terminal schwebte, über Gate C-17. Das war zur Hauptverkehrszeit gegen 16, 16.30 Uhr. Viele hatten das Objekt vom Boden aus gesehen, Piloten, Besatzungsmitglieder, Arbeiter auf dem Flugfeld. Es war zwischen 7 und 27 Metern breit und schwebte minutenlang über Gate C-17. Dann schoss es plötzlich hoch, direkt durch die Wolken und hinterließ ein sehr klar umrissenes Loch. Die Augenzeugen, gestandene Flughafenmitarbeiter, waren völlig irritiert. Ich arbeite schon lange am O'Hare Airport. Das war definitiv kein normales Flugzeug. Der O'Hare-Vorfall ist einer von vielen und weist die typischen Merkmale früherer UFO-Sichtungen auf. Ein scheibenförmiges Objekt, das lautlos in der Luft schwebt und schnell auf extreme Geschwindigkeit beschleunigt. Doch ein Beweisstück sollte erst noch ans Licht kommen. Einige Monate nach dem Vorfall erhält Keen Zugang zu Mitschnitten aus dem Tower, darunter die bis dato unveröffentlichte Aufnahme einer Sichtungsmeldung. Okay, I'm sorry. What can I do for you now? All right. I told Dave there was a disc flying outside above Charlie 17, and he thought I was
pretty much high. But I'm not high and I'm not drinking. Yeah. Someone actually has a picture of it, so if you guys see it out there. A disc? Like a frisbee? Like a UFO type thing. Yeah, okay. You know what? I'll keep a peeled eye for that. All right. Okay, bye. Das sind wichtige Beweismittel. Dort war etwas und wurde dem Tower gemeldet. Aber man tat es als Scherz ab. Das hat sicher damit zu tun, dass die Luftfahrtbehörde UFO-Meldungen verhindern will. Es war mitten im Flugbeschränkungsgebiet eines ausgelasteten Flughafens und niemand wusste, was passieren würde. Also eine ernsthafte Bedrohung. Nach der Veröffentlichung dieser Aufnahmen musste die Luftfahrtbehörde Stellung beziehen. But once these tapes were released, they had to say something. Auf öffentlichen Druck hin folgt zwei Monate nach dem Vorfall eine eher nichtssagende Erklärung. Zunächst erklärte die Behörde, es sei ein Lichtreflex von einer Wolkenwand gewesen. Das komme durch die Flughafenbeleuchtung manchmal vor. Aber zu diesem Zeitpunkt waren die Lichter noch gar nicht angeschaltet. Dann erklärten sie, es sei ein Wetterphänomen, vermutlich eine sogenannte Hole Punch Cloud. Dieses Phänomen wird durch herabfallende Eiskristalle verursacht, die im Fall praktisch ein Loch in die Wolke reißen. Dieses Phänomen tritt aber nur bei Minusgraden auf. Am betreffenden Tag war es aber nachweislich zu warm am O'Hare. Auch in der Wolkenwand herrschten keine Minusgrade. Physikalisch ist es also unmöglich, dass es sich um eine Hole Punch Cloud gehandelt hat. Letztlich ist der O'Hare-Vorfall und die Reaktion der Behörde darauf ein typisches Beispiel für den Umgang der US-Regierung mit UFO-Sichtungen. Zunächst gibt es keinen Kommentar. Wenn das nicht mehr funktioniert, gibt es irgendwelche mehr oder minder plausiblen Erklärungen. Das ist seit Jahrzehnten das übliche Verfahren in solchen Fällen. Anders als heute wurden unabhängige Untersuchungen von UFO-Sichtungen einst von der US-Regierung durchaus unterstützt. For the past 3 years, a large number of perfectly sane and reliable people have been involved in this flying saucer business. We read about them, talk about them, wonder about these reports of strange phenomena in the skies. I'm inclined to believe that it's of an extraterrestrial origin. In den 1950er und 60er Jahren wurden viele Sichtungen gemeldet. Das Medieninteresse war groß. Die Regierung gab offen zu, keine Erklärung zu haben. Zur Zeit des Kalten Krieges beunruhigten rätselhafte Gebilde am Himmel die Bevölkerung natürlich besonders. Daher rief die US-Regierung innerhalb der Air Force das Project Blue Book ins Leben, um Berichte aus der Bevölkerung zu überprüfen. 1952 nehmen die 5 Ermittler offiziell ihre Arbeit auf. Allein im ersten Jahr gehen mehr als 1500 Meldungen ein. I was driving north on 101 Highway at about 3 o'clock in the afternoon. I noticed a terrific blue flash past nose of my airplane. I looked to my right, and there in the sky were 3 tubes of fluorescent light. And it went over me, practically right over my head. The object traveled in a straight line. I counted 8 of them, proceeding directly out to sea. And I began to hear a whistling sort of a sound. A beautiful, silvery, pink-tinged moonlight. Von 1952 bis 1969 gehen über 12.000 UFO-Meldungen ein. Knapp 800 bleiben ungeklärt. Einem UFO-Phänomen dieses Ausmaßes ist das kleine Blue Book-Team nicht gewachsen. Das Projekt stand unter keinem guten Stern. Zu wenig Personal, teilweise inkompetent. Schließlich taugte es nur noch als PR-Veranstaltung der Air Force. 1966 ließ man dann eine staatlich geförderte Studie der University of Colorado über seine Zukunft entscheiden. Die Studie wurde vom Physiker Dr. Edward Condon geleitet, dem ehemaligen Direktor der US-Normierungsbehörde. Condon war der UFO-Frage gegenüber voreingenommen. 1967 wurde er mit der Aussage zitiert: Ich glaube, an der Sache ist nichts dran, aber zu diesem Ergebnis soll ich erst in einem Jahr kommen.
1968 wird der Bericht vorgelegt. Auf knapp 1500 Seiten finden sich einige interessante Analysen ungeklärter UFO-Sichtungen. Diese finden jedoch weit weniger Beachtung als Condons zweiseitige Zusammenfassung. Derzufolge wäre eine weitere wissenschaftliche Untersuchung von UFOs nicht vertretbar. 1969 gibt die Air Force das Ende des Projekts bekannt. Regierungsmitglieder und Wissenschaftler berufen sich seither immer wieder auf den Bericht, um die Ablehnung von UFO-Studien zu rechtfertigen. Es ist schade, schließlich war das die einzige offizielle Untersuchung von Seiten der US-Regierung. Mit Blue Book endete auch das goldene Zeitalter der UFO-Forschung in Amerika. Seit 1970 stellten zahlreiche Vorfälle die Gründe für dieses Ende in Frage. Und eine Sichtung bei Anchorage im Jahr 1986 rief erneut Ermittler auf den Plan. Yeah, that's 1-2 again. On some other equipment over here, we have confirmed there is a flight size of 2 around here, 1550 squawk. Where is he flying? It looks like he is, yes. Im folgenden Fall setzt ein erfahrener Pilot seinen Ruf aufs Spiel. Er meldet ein riesiges Objekt, das ihm knapp eine Stunde lang folgt. Der Vorfall liefert das bis heute umfangreichste Datenmaterial einer UFO-Sichtung und schafft es bis ins Weiße Haus. Reflexionen im Objektiv, Wetterballons, optische Täuschungen, Sumpfgase. 95% aller UFO-Sichtungen sind schnell widerlegt. Doch für die anderen 5% gibt es zahlreiche Augenzeugen und Belege. Neue Beweismittel, Tonaufnahmen, Radardaten und bisher unveröffentlichte Zeugenaussagen machen diese Sichtungen zu Fällen, die überprüft werden müssen. Ich bin Richard Haynes. Ich habe von 1967 bis 1986 bei der NASA gearbeitet. Ich interessiere mich schon seit über 30 Jahren für unbekannte Phänomene im Luftraum. Allerdings fing ich als Skeptiker an und glaubte, eine Erklärung für diese Erscheinungen finden zu können. Aber dann konnte ich mit Piloten sprechen, die auf unseren Flugsimulatoren trainierten. Manche erzählten von wirklich unglaublichen Erlebnissen. Im Laufe der Zeit wurde mir klar, dass ich mich geirrt hatte. Es gab keine Erklärung. Und so fing ich in den 1970er Jahren an, Piloten zu interviewen. Manchmal unterhielten wir uns im Cockpit, manchmal flogen wir die Strecken, auf denen es zu einer Sichtung gekommen war, gemeinsam ab. Bis heute habe ich mehr als 3000 Sichtungen aus praktisch jedem Land der Welt erfasst. Eine Menge davon sind ernst zu nehmen. Die US-Luftfahrtbehörde würde diese Fälle als beinahe Zusammenstöße einstufen. Unsere Sorge gilt damit vor allem der Flugsicherheit. Deswegen haben wir NACAP gegründet, ein nationales Meldezentrum für außergewöhnliche Phänomene. NACAP ist eine Meldestelle für Piloten und Fluglotsen, die ihre Sichtungen streng vertraulich melden möchten. Das ist wichtig. Viele Piloten sorgen sich um ihre Karriere. Sie denken, dass man sich über sie lustig machen wird und behauptet, sie seien inkompetent, was absurd ist. Das müssen wir ändern. Yeah, that's 1-2 again. Some other equipment over here. We have confirmed there is a flight size of 2 around here, 1550 squawk. Where is he flying? It looks like he is, yes. 1986 erfährt NARCAP von einer Sichtung bei Anchorage, die zu einer der bekanntesten Sichtungen durch einen Piloten werden sollte. Auch John Callahan, ein ehemaliger Mitarbeiter der US-Luftfahrtbehörde, ermittelt in diesem Fall. Ich war Leiter der Abteilung für Unfallaufklärung in der Zentrale der Luftfahrtbehörde FAA. Bei Unfällen oder Vorfällen, die von Interesse für die Medien waren, mussten wir mit als Erste informiert werden. Im Januar 1987 bekam ich einen Anruf aus Alaska. Offenbar wurde eine japanische Boeing 747 31 Minuten lang von einem UFO verfolgt. Irgendwie hatten die Medien Wind davon bekommen und wollten Informationen. Ich ließ ausrichten, dass wir dran sind.
Ich ließ alle Unterlagen, Tonbänder und die Militärdaten sammeln und umgehend ans Technikzentrum der FAA in Atlantic City schicken. Callahan stellt ein Team von Experten zusammen, das die Radarbilder mit den Funksprüchen des Piloten abgleicht. Das Ergebnis wurde auf dieses Video gezogen, um die Geschehnisse besser nachvollziehen zu können. Der erfahrene Pilot Kenju Terauchi war mit einer Boeing 747 auf einem Frachtflug von Paris nach Tokio. Er glaubte, eine neuartige Militärübung zu sehen. Auf dem Flugradar sah er ein großes Objekt vor sich, 12 bis 18 Kilometer entfernt. Er fragte sofort bei der FAA nach, ob dort weiterer Verkehr sei. Spinner 1620, if you're able to identify the type of aircraft, and if you can tell whether it's military or civilian. Spinner 1628, but we cannot identify the type, but we can see navigation right and turnover right. Anhand dieser einzigartigen Radarbilder können Callahans Experten ein unbekanntes Objekt in der Nähe von Terauchis Flugzeug bestätigen. Doch erst in einem bislang unveröffentlichten Gespräch zwischen Dr. Haynes und dem japanischen Piloten wird klar, wie außergewöhnlich das Fluggerät war. Er sagte, es war ein riesiges Objekt, viel größer als sein eigenes Flugzeug. Es hatte die Form einer Walnuss, so groß wie mehrere Flugzeugträger, und gab Licht ab. Kleinere Fluggeräte flogen es an und wieder weg davon. Terauchi gab offen zu, dass er Angst hatte. Er und sein erster Offizier rechneten mit einem Zusammenstoß und waren auf das Schlimmste gefasst. So ernst war die Situation. Auch der Fluglotse in Anchorage nimmt die Sichtung ernst und kontaktiert die nahegelegene Elmendorf Air Force Base. Okay, it looks like I am getting some search primary return. I don't know if it's erroneous or whatever, but... Der Militärmitarbeiter sieht die Objekte. Der Lotse sieht die Objekte auf dem Radar. Dem Piloten zufolge begleitet ihn das riesige Flugobjekt für längere Zeit. Spinner 1628 Heavy, so I'm going to request you to make a right 360-degree turn and advise me what your traffic does then. Thanks, 360. Als Terauchi sich Fairbanks näherte, sollte er einen Vollkreis fliegen. Er wollte sich von dem Objekt auf seiner linken Seite entfernen. Angenommen, es würde seinen Kurs beibehalten, würde er es beim Rechtsabdrehen abschütteln. He would bank to the right and leave it behind. As Terauchi continued the 360-degree turn. Das Objekt folgte Terauchi auf seiner 360-Grad-Wende. Das ist interessant, denn dafür musste er schneller als das Flugzeug sein. Und vor allem musste es sehr präzise gesteuert werden, um dem Flugzeug so zu folgen. Pilot und Co-Pilot sehen es. Militärbasis und Fluglotse in Anchorage verfolgen es auf dem Radar. Und auch eine Passagiermaschine der United Airlines berichtet von unbekanntem Flugverkehr in der Region.
Die Sichtung über Alaska hat viele Parallelen zu den glaubwürdigsten UFO-Sichtungen wie Randallson, Phoenix und Chicago. Ein großes, scheibenförmiges Objekt, das von einem intelligenten Wesen gesteuert scheint und extrem schnell beschleunigt. Das Erstaunlichste, das Objekt folgt dem Flugzeug knapp eine Stunde lang über eine Entfernung von 560 Kilometern. Jede Menge Daten für die FAA. Ich ließ eine Grafik anfertigen. Sie zeigt jede Bewegung rund um die Boeing. Selbst ein Blinder hätte erkannt, dass sich da ein Objekt befand. Ich hielt es aber für einen Tarnkappenbomber. Wer glaubt schon an UFOs? Zurück in Washington wird Callahan zu einem Treffen mit dem Wissenschaftsstab vom Weißen Haus bestellt. Dort waren drei Wissenschaftler aus Reagans Stab und drei CIA-Männer. Ich spielte ihnen das Band dreimal vor. Als das Video zu Ende ist, waren alle ganz aufgeregt. Sie konnten es kaum erwarten, alles zu sichten. Zum ersten Mal gibt es so umfangreiche Radaraufzeichnungen. Da deutete einer der CIA-Männer auf den Monitor und sagte, das hat niemals stattgefunden, ebenso wenig wie dieses Treffen hier. Wir konfiszieren alle Daten und verpflichten sie zur Geheimhaltung. Ich fragte, was denken Sie, was es war? Und glaubte nach wie vor an den Tarnkappenbomber. Und er sagt, ein UFO. 2 Monate später veröffentlicht die FAA eine offizielle Stellungnahme zu der Sichtung. Wie schon bei ähnlichen Vorfällen versucht man sich an Erklärungen. Sie sagten, es war ein Signalfehler, ein sogenanntes Geisterziel, nichts Dramatisches. Aber die japanischen Piloten können nichts davon bestätigen. Auf dem Radar sieht man nur Punkte und Striche. Wir müssen den Angaben des Piloten vertrauen. Terauchi beschließt, den Vorfall publik zu machen und riskiert dabei sein Ansehen als Pilot. Da er bereitwillig alle Aussagen gemacht und Fragen beantwortet hatte, beschloss Japan Airlines, ihn aus dem Cockpit zu entfernen. Er wurde praktisch zum Schreibtischpiloten degradiert. Und genau das ist das Dilemma. Solange die US-Regierung ihre Einstellung gegenüber UFO-Sichtungen beibehält, werden Augenzeugen wichtige Hinweise für sich behalten. Wissenschaft kann sich nur weiterentwickeln, wenn man Menschen die Möglichkeit gibt, offen und ehrlich ihre Erlebnisse zu berichten. Ohne diese Offenheit werden wir das Phänomen nie ergründen. Heutzutage kann man sich im Internet alle möglichen UFO-Videos ansehen. Es gibt viele gefälschte Aufnahmen und Fotos, die mit diversen Computerprogrammen nachbearbeitet wurden. Es ist fast unmöglich, die Spreu vom Weizen zu trennen. Die einzig verlässlichen Aufnahmen sind die, die so gründlich analysiert wurden, dass wir wissen, es handelt sich um unbekannte Flugobjekte. Dieses UFO-Video wurde im Internet mehr als 17 Millionen Mal angeklickt. Es wurde angeblich 2007 in Haiti aufgenommen. Dieser und andere Clips ziehen UFO-Fans in ihren Bann. Doch aufgrund moderner Software für Spezialeffekte wird es immer schwieriger, zwischen echten und gefälschten Bildern zu unterscheiden. Hier ist die Expertise von Fachleuten gefragt, die sich mit digitalen Spezialeffekten auskennen. Ich heiße Doug Trumbull und entwickle Spezialeffekte für Science-Fiction-Filme wie 2001 Odyssee im Weltraum, Blade Runner, Star Trek der Film. Es ist mein Job, Raumschiffe und UFOs zu bauen. Inzwischen kann jeder am PC ein UFO fabrizieren. Selbst mit einem Mobiltelefon ist das kein Problem mehr. Dennoch bin ich mir sicher, dass es da draußen etwas sehr Reales gibt. Aber mir ist noch kein Foto untergekommen, das ich nicht auch auf dieselbe Weise hätte manipulieren können. In der Hinsicht bin ich also selbst mein größter Feind, weil ich weiß, was möglich ist. Während einer Drehpause analysiert Trumbull die Authentizität des Haiti-Videos.
Es ist ziemlich gut. Auf keinen Fall echte UFOs. Aber ganz gut gemacht. Die Kamerabewegung ist sehr dynamisch und der ungleichmäßigen Bewegung der Objekte angepasst. Die Flugbahn ist überzeugend. Sie scheinen in Formation zu fliegen. Aber ein paar Sachen lassen die Täuschung auffliegen. Ich halte es mal an. Sehen Sie sich diese Palmen an. Die sind identisch. Dieses Palmblatt und dieses Palmblatt hier und hier. Man hat ein und dieselbe Palme per Fotomontage zweimal ins Bild gepflanzt. Das ist unnatürlich, völlig unmöglich. Oder hier zum Beispiel, wenn das Ding über die Bäume fliegt. Es scheint ein extrem helles Licht abzugeben, aber es dringt überhaupt nicht durch die Blätter. Man sollte ein Glitzern sehen, ein Zusammenspiel, aber da ist nichts. Denn so ein Effekt ist echt schwer zu erzeugen. Also gut gemacht, aber darauf reingefallen bin ich nicht. Bisher gibt es kein unwiderlegbares Video eines UFOs, wohl aber wissenschaftlich analysierte und weithin anerkannte Fotos. Die Person affirme avoir vu longuement et à plusieurs reprises. Die belgische Sichtungswelle der späten 80er und frühen 90er Jahre war eine der größten, die es je gab, mit über 2000 faktenreichen Berichten von Piloten, Polizisten und Militärangehörigen. Das war ein Eingriff in den Luftraum und fiel damit in unsere Zuständigkeit als Luftwaffe. Die 18 Monate anhaltenden Sichtungen erschüttern die belgische Regierung und liefern das bis dato überzeugendste UFO-Beweismaterial. Ich habe es mir angeschaut und fand es unglaublich. Ich muss zugeben, ich habe es damals für ein Fake gehalten. Dies ist die belgische UFO-Welle. My name is Patrick Ferrin. Mein Name ist Patrick Ferrin. Ich bin Mitbegründer von SOPEPS, einer nicht kommerziellen Organisation zur Untersuchung von Phänomenen im Luft- und Weltraum. 1989 waren UFOs in Belgien kaum noch ein Thema. So wenig, dass wir beschlossen, unsere Arbeit einzustellen, weil es keinerlei Sichtungen mehr gab. Doch plötzlich geschahen rund um Eupen seltsame Dinge. Das war der Beginn der belgischen UFO-Welle. Ich heiße Albert Kreutz. Am 29. November 1989 hatte ich abends Dienst in der Polizeistation in Eupen. Gegen 17.30 Uhr berichten einige Polizisten Kreutz von einem Flugobjekt. Es schwebt über einem nahegelegenen Feld und beleuchtet es wie ein Fußballstadion. Es war Ende November und ich witzelte, es sei vielleicht der verfrühte Nikolaus bei der Landung. Sie erwiderten, guck oben aus dem Fenster, dann siehst du es selbst. Ich gehe also hin und sehe das Objekt. Es schwebt etwa 200-300 Meter entfernt, wie ein Boot am Himmel. Comme bateau flottant au ciel. Es war ein überwältigender Anblick und mir war klar, wir sind nicht allein im Universum. Es war wunderschön. Augenblicklich wird Kreutz mit Anrufen besorgter Bürger überhäuft. Er beauftragt Polizeibeamte vor Ort, dem nachzugehen.
Einer von ihnen ist Dieter Plomanz, Oberinspektor in Kelmis. Gemeinsam mit einem Kollegen führt er Drogenkontrollen nahe der niederländischen Grenze durch, als er angefordert wird. Wir hörten die Funksprüche und fuhren in die betreffende Richtung, hier herunter. Dann sahen wir ein Licht oder ein Objekt, so etwas in der Art, über Henri Chapelle und fragten uns, was ist das? Ich gab ihnen Order, dem Objekt zu folgen und es zu beobachten. Sie folgten ihm nach Henri Chapelle, wo es über dem Seniorenheim auf der Stelle schwebte. So ziemlich genau an dieser Stelle haben wir damals auch gehalten. Wir sahen ein riesiges Objekt über uns, mit runden Lichtern an allen drei Ecken. Irgendwann flog ein weiteres, kleineres Objekt aus ihm heraus. Ein rötliches Blinklicht, das im selben Rhythmus blinkte wie das große Objekt. Plomanz und sein Kollege beobachten die Objekte mehrere Minuten lang, bis das kleinere plötzlich wieder im Großen verschwindet. Dann gewann es an Höhe und flog einfach davon. An diesem Abend überschlugen sich die Sichtungsberichte. Allein 13 Polizeibeamte melden ein unbekanntes dreieckiges Flugobjekt, das an 8 Orten rund um Eupen gesehen wird. Auch aus der Bevölkerung gehen mehr als 60 Meldungen ein. Schnell regt sich internationales Medieninteresse und zwingt die belgische Regierung zu handeln. Ein historisches Ereignis. Die Beschreibungen des Objektes ähnelten sich sehr. Vor allem aber, das war erst der Anfang. Des personnes affirment avoir vu longuement et à plusieurs reprises des objets volants et lumineux de forme triangulaire. Ils ont vu dans le ciel un phénomène étrange, un ovni. Schon am nächsten Tag begann der Medienrummel. Im Fernsehen wurde darüber berichtet, in den Zeitungen, überall. Wir fuhren sofort nach Eupen, um Augenzeugen zu befragen. Wir haben 150 Sichtungen in der Gegend registriert und die Beschreibungen sind fast identisch. Ein großes, dreieckiges, dunkles Objekt. Interessant ist, dass dreieckige Objekte 1989 gar nicht zur Debatte standen. Damals sprach man in der Ufologie von fliegenden Untertassen oder fliegenden Scheiben, aber nicht von dreieckigen dunklen Objekten. Das war neu. Die Sichtungen vom 29. November sorgen weltweit für so viel Aufsehen, dass sich die belgische Regierung der Fälle annimmt. Wilfried de Brouwer, Generalmajor der belgischen Luftmacht, leitet die Untersuchung. Ich war 1989 für den Schutz des belgischen Luftraums verantwortlich, als 143 UFO-Sichtungen in der Umgebung von Eupen gemeldet wurden. Wenn solche Berichte beim Militär eingehen, blocken viele Offiziere ab, weil es nicht zu ihrem Aufgabenbereich gehört. Es ist ja auch frustrierend, erklären zu müssen, dass man nicht weiß, was los ist. Als ich gefragt wurde, war meine Reaktion zunächst ähnlich. Aber dann dachte ich, das ist ein Eingriff in unseren Luftraum. Die NATO hat ihr Hauptquartier in unserem Land. Und natürlich ist hier die Luftwaffe in der Pflicht.
De Brouwer kontaktiert zunächst die US-Botschaft, um herauszufinden, ob unangekündigte Tarnkappenflugzeuge in der Gegend unterwegs waren. Sie bestätigten umgehend, dass es keine derartigen Flüge über Belgien gegeben habe. So viel also zu dieser Theorie. Aber es gab immer wieder neue Sichtungen, einschließlich einiger Fälle mit mehreren Augenzeugen. Polizisten, Militärangehörige, Amtsträger und ein Meteorologe der Luftwaffe. Höchst glaubwürdige Augenzeugen. Und alle sicher, etwas Außergewöhnliches gesehen zu haben. 2 Wochen nach den ersten Sichtungen der belgischen UFO-Welle ereignet sich ein weiterer Vorfall. Mehrere Augenzeugen melden ein dreieckiges Fluggerät in der Nähe von Ernage. Vor allem die Aussage von Oberst André Amont, Bauingenieur der belgischen Armee, sticht heraus. Meine Frau und ich waren unterwegs, um unseren Sohn am Bahnhof in Jeanblou abzuholen. Mir fiel etwas Gelbes auf, das neben der Straße parallel zu meinem Auto schwebte. An der Unterseite sah ich ein blinkendes rotes Licht. Ich fragte mich, was das war. Meine Frau sagte, sicher nur ein Flugzeug. Ich wollte es genau wissen und fuhr etwas langsamer, aber das Objekt blieb auf unserer Höhe. Also gab ich erneut Gas und drosselte dann wieder das Tempo. Jedes Mal blieb das UFO auf Höhe des Autos. Schließlich verschwand es im Wald von Sarrenage. Da fuhr ich links ran und hielt auf einer kleinen Anhöhe vor einem Bauernhof. Das UFO tauchte hinter den Bäumen da drüben auf. Ein gleißend helles Licht näherte sich bis auf etwa 100 Meter. Wir konnten den Verkehrslärm von der Autobahn und einen Zug in etwa 1 Kilometer Entfernung hören. Aber dieses nur 100 Meter entfernte Objekt war völlig lautlos. Wir haben es etwa 8 Minuten lang beobachtet. Meine Frau sagte, lass uns weiterfahren, das gefällt mir nicht. In dem Moment wich der Lichtstrahl zurück und schoss blitzschnell in Richtung Südwesten davon. So eine Beschleunigung ist eigentlich nur mit Hilfe von Supraleitern möglich, die bei niedrigen Temperaturen kaum noch elektrischen Widerstand besitzen. Heute, gut 20 Jahre später, weiß ich eins. Kein vom Menschen gemachtes Gerät ist dazu in der Lage. Damals nicht und heute auch nicht. Das ist unmöglich. C'est pas possible. Oberst Amont verständigt das Verteidigungsministerium. Er und viele weitere Militärangehörige überzeugen die belgische Regierung zu handeln. Wir beschlossen, bei weiteren Augenzeugenberichten Kampfflugzeuge zu entsenden, um die gesichteten Objekte zu identifizieren. Vorher sollte die Polizei die Sichtung bestätigen und eine Radarstation informieren, die autorisiert war, einen Alarmstart mit F-16 Kampfjets einzuleiten. Ich bin Yves Milbex. 1990 war ich F-16-Pilot beim 350. Geschwader in Belgien. Wir hatten von der UFO-Welle gehört, insbesondere in der Gegend von Lüttich und Eupen. In der Nacht zum 31. März 1990 wird Milbecks Einheit über mehrere UFO-Sichtungen in der Nähe von Löwen informiert. Wir starteten sofort mit 2 F-16 von Brüssel Richtung Osten. Unser Ziel war es, die Objekte abzufangen oder ihnen möglichst nahe zu kommen und sie zu identifizieren. Die Geschwindigkeit des Objekts und die ständige Veränderung von Flughöhe und Kurs waren extrem ungewöhnlich. Natürlich kennen wir schnell manövrierende Flugobjekte aus Luftkämpfen.
Aber auf derartige Geschwindigkeitsschwankungen waren wir nicht vorbereitet. Ein Indiz, dass es sich um ein unbekanntes Fluggerät handelte. Voilà, ici vous voyez le vecteur de l'objectif 300 degrés, vitesse 990. Bon, la vitesse d'un avion normal à cette altitude est l'ordre de 350-400 nœuds. Ça, c'est l'horizon. Unter dem Druck der Öffentlichkeit hält de Brouwer eine Pressekonferenz zu Milbecks Flug ab. Die F-16-Jets registrierten Objekte, die mit normaler Geschwindigkeit flogen, dann aber plötzlich wendeten und auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigten. Dazu ist kein normales Flugzeug in der Lage. Leider lieferte nur eine der Bordradaraufzeichnungen auswertbare Daten. Wir hatten also keine Vergleichswerte, um elektromagnetische Störungen auszuschließen. Zum Beispiel durch eine Spiegelung eines Objekts am Boden, die zum Bordradar zurückgeworfen wird. Da es keine Aufzeichnung eines Sekundärradars speziell für bewegliche Ziele gibt, kann der Bericht der Piloten nicht verifiziert werden. Trotzdem bin ich sicher, dass dort etwas war. Es gab Augenzeugen am Boden, in Radarstationen und Flugzeugen. Drei verschiedene Quellen, die vom selben Objekt zur selben Zeit am selben Ort berichteten. Da war etwas am Himmel in dieser Nacht. Die Glaubwürdigkeit der verschiedenen UFO-Sichtungen über Belgien beeindruckt die Ermittler. Was jedoch zur wissenschaftlichen Anerkennung fehlte, war unanfechtbares Beweismaterial. Doch dieses Beweismaterial sollte sich schon bald finden und alle Erwartungen übertreffen. Damals dachte ich ehrlich gesagt, das ist nicht echt. Auch mehr als ein Jahr nach Beginn der belgischen Sichtungswelle reißen die UFO-Meldungen bei SOBEPS nicht ab. Über einen Zeitraum von fast 18 Monaten sammelten wir Sichtungsberichte und trafen uns mit hunderten Augenzeugen. Wir bekamen etwa 60 Fotos von unbekannten Flugobjekten und fast genauso viele Videos. Aber leider alle von sehr schlechter Qualität. Man sieht nur kleine Lichtpunkte vor dunklem Hintergrund. Aber wir hatten das Glück, ein gutes Foto zu finden. Es wurde im Dorf Petit Rechamps in der Nähe von Eupen aufgenommen. Am 4. April 1990 führte eine junge Frau gegen 22 Uhr ihren Hund Gassi und bemerkte ein merkwürdiges Objekt. Sie lief ins Haus und bat ihren Freund, nachzusehen. Er nahm die Kamera und ging hinaus. Der Film war fast voll, also passte er auf, das Bild nicht zu verwackeln und stellte die Belichtungszeit auf 1 bis 2 Sekunden ein. Er machte 2 Fotos. Als der Film entwickelt war, sah er, dass eines der Bilder schwarz war. Darauf war nichts zu sehen, also warf er es weg. Aber das zweite war interessant. Er erkannte 3 Lichter und etwas Rötliches in der Mitte. Aber das war alles. Ich bekam das Negativ. Ich habe es mir angeschaut und fand es unglaublich. Ehrlich gesagt, ich habe es damals für ein Fake gehalten. Ich versuchte es mit Hilfe eines Modells nachzubilden, merkte dabei aber schnell, dass es kein Modell gewesen sein konnte. So we decided.
Also fragten wir jemanden, der sich mit digitaler Bildanalyse auskannte und über die entsprechenden Hilfsmittel verfügte, um die Echtheit des Fotos zu überprüfen. Das Dia wird daraufhin von Professor Marc Achois untersucht, einem Kernphysiker an der Königlichen Militärakademie in Brüssel. Professor Acherois' Analyse der blauen Bereiche im Bild zeigt, dass eine Seite des Dreiecks gestochen scharf ist, während die anderen Seiten unscharf sind, was auf eigenständige Bewegungen des Objekts hinweist. Es ist keine Fälschung. Weltweit wird das Bild eingehender untersucht. So auch von Professor André Marion, Kernphysiker an der Universität Paris Süd. Professor Marion stellte fest, dass um das Objekt herum ein Magnetfeld herrschte. Er entdeckte ein Muster, das der Ausrichtung von Eisenspänen entlang magnetischer Feldlinien ähnelt. Aufgrund dieser Erkenntnisse gibt es Theorien, dass sich das Fluggerät durch einen magnetoplasmadynamischen Antrieb vorwärts bewegte, der durch ein elektrisch erzeugtes Magnetfeld Schubkraft generierte. Dies könnte auch erklären, warum Zeugen weder Geräusche noch Luftbewegungen wahrnahmen. In der UFO-Forschung gilt das Bild aus Petit-Rachin als überzeugendster Sichtungsbeweis aller Zeiten. Es bekräftigt nicht nur tausende UFO-Berichte aus Belgien, sondern teilt auch einige Merkmale mit den glaubwürdigsten Fällen. Ein dreieckiges Flugobjekt, das sich geräuschlos fortbewegt und schnell auf extreme Geschwindigkeit beschleunigt. Interessant ist, dass 3 Jahre nach den Vorfällen in Belgien eine sehr ähnliche Sichtungswelle in Großbritannien auftrat. Viele Augenzeugen berichteten von einem großen dreieckigen UFO mit 3 Lichtern an der Unterseite und einem größeren, etwas schwächeren Licht in der Mitte. In beiden Ländern kommt die jeweilige Regierung zu dem Schluss, dass wir es mit realen Erscheinungen zu tun haben. Nicht nur die Anzahl der Sichtungen in Belgien ist bemerkenswert. Die mehr als 2000 Vorfälle wurden auch gut dokumentiert und offiziell untersucht. Das Spiel ging ungefähr 18 Monate so weiter. Dann hörte es plötzlich auf. Von den 2000 gemeldeten Fällen wurden 650 untersucht. Davon sind 500 nach wie vor ungeklärt. 500 remain unexplained. Was ist es also? Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, was es nicht war. Kein Flugzeug, Hubschrauber, Zeppelin, Leichtflugzeug und auch nichts Ferngesteuertes. Die belgische UFO-Welle bleibt bis heute ein Rätsel, auch für die Augenzeugen. Es ist frustrierend. Auch nach 20 Jahren hat niemand eine Erklärung. Da waren definitiv 2 Objekte am Himmel. Aber mehr wissen wir nicht. So etwas habe ich niemals zuvor gesehen und niemals danach. Ich weiß bis heute nicht, was es eigentlich war. Vielleicht war es außerirdisch. Möglich wär's. Ich weiß nur, was ich gesehen habe. Neben den tausenden Augenzeugen in Belgien gibt es viele andere, die ihre Beobachtungen an Armeestützpunkten, Flughäfen oder dem Himmel über ihrer Stadt dokumentiert haben. Eines scheint klar zu sein: Es gibt etwas da draußen und wir sollten es ernst nehmen. Wenn es sich bei UFOs tatsächlich um Fluggeräte einer fortschrittlichen Zivilisation handelt, dann stehen wir bei ihrer Erforschung vor einem ähnlichen Problem wie Labormäuse, die die Zivilisation der Laboranten ergründen wollen. Das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Und Arthur C. Clarke sagte einmal, jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. In der Geschichte gibt es unzählige Schilderungen unbekannter Phänomene, die ins Lächerliche gezogen wurden. Warum? Weil sich die Wissenschaft noch nicht damit befasst hat oder es vielleicht gar nicht möchte.
Das müssen wir ändern. Unsere Gesellschaft neigt dazu, UFO-Sichtungen nicht ernst zu nehmen. Das ist ein echtes Problem. Wir sollten vernünftiger damit umgehen. Es sind nicht immer nur Flugzeuglichter, Wetterballons oder Scherze. Das ist ein reales Phänomen, mit dem sich die Wissenschaft ernsthaft beschäftigen sollte. Wir haben hier die Chance, Unvorstellbares zu lernen. Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Zivilisation erst rund 40.000 Jahre alt ist. Ein Wimpernschlag für die Galaxie. Wir sind junge Hüpfer. Und mit Hunderten von Milliarden von Sternen ergibt sich eine enorme Zahl von Planeten. Darunter, wie wir wissen, auch erdähnliche. Die Wahrscheinlichkeit, dass es da draußen Leben gibt, scheint mir ziemlich groß. Es gibt komplexe analytische Verfahren für die Beobachtung von Planeten, Sternen und Nebeln im Universum. Aber ich fragte mich, wurde je ein ernsthafter, technisch fundierter Versuch unternommen, UFOs zu filmen? Man könnte praktisch das Kennedy-Video der UFO-Sichtungen produzieren. Die Antwort lautet nein. Aus meiner Neugier wurde ein Hobby. Ich wollte mit ausgefeilter digitaler Technologie zur Bewegungssteuerung und Kursverfolgung, die wir für Spezialeffekte wie in Unheimliche Begegnung der dritten Art benutzten, ein UFO aufnehmen. Für sein Projekt UFO Talk, UFO-Fotografie, zeichnet Trumbull mit Kameras und Funkantennen Bilder vom Nachthimmel auf. Indem er einen Bereich von mehreren Standorten aus beobachtet, kann er Geschwindigkeit, Flugbahn und Höhe eines beliebigen Objekts genau bestimmen und ermitteln, ob es sich um ein konventionelles Flugzeug handelt. Ich möchte Aufnahmen erstellen, die detaillierten wissenschaftlichen Analysen durch Experten standhalten und wie das Kennedy-Video eindeutigen Aufschluss über die Ereignisse geben. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren auf Beweise für weiteres intelligentes Leben im Universum stoßen. Das wird geschehen. Wahrscheinlich schon bald. Daran möchte ich teilhaben. Wir leben in einer großartigen Zeit für UFO-Forscher und die Beweislage wird immer dichter. Unser Umgang mit diesen Daten muss allerdings höchsten wissenschaftlichen Standards entsprechen. Einige Fakten dieser fantastischen UFO-Sichtungen sind tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Ein stellvertretender Basiskommandeur, ein Abteilungsleiter der FAA, Piloten, Polizisten, ein ehemaliger Gouverneur, sie alle haben ihren Ruf aufs Spiel gesetzt, als sie von etwas berichteten, das sie selbst kaum glauben konnten. Diese Augenzeugenberichte und die Belege, die Radaraufzeichnungen, Fotos und Tonaufnahmen, ergeben ein beachtliches Gesamtbild. Die Häufung überzeugender Berichte von Piloten, Generälen, Regierungsbeamten bestätigt doch, dass wir es mit einem realen physischen Phänomen zu tun haben, das wir nicht erklären können. Wir dürfen vor diesen Beweisen und zukünftigen Berichten nicht die Augen verschließen. Wie ein Bumerang. Riesengroß und dreieckig. So groß wie mehrere Flugzeugträger. Es kam lautlos auf uns zu. Eindeutig von intelligenten Wesen gesteuert. Dunkelgrau und oval. Wie ein Loch in der Wolke. Und plötzlich war es weg. Letzte Nacht haben unsere Polizisten im Wald UFOs gejagt. Sie wollten eigentlich einen Flugzeugabsturz untersuchen und hatten dann eine Begegnung der besonderen Art. Ich sagte,
Nehmen Sie auf, dass Lichter gesehen wurden. Dabei belassen wir es. Holt hofft, die UFO-Geschichte werde sich in Wohlgefallen auflösen, trotz zunehmender Gerüchte über eine seltsame Sichtung im Wald an Heiligabend. Doch bald wird er gezwungen zu handeln. Zwei Abende später warteten wir bei der Weihnachtsfeier gerade auf den Nachtisch, als ein Flight Lieutenant dem Kommandeur und mir sagte, das UFO sei zurück. Ich war sicher, das Ganze würde sich aufklären. Ich nahm mein Diktaphon und einen Geigerzähler und wir fuhren in den Wald. In der Nacht vom 27. zum 28. Dezember 1980 fährt Oberst Holt mit vier Offizieren, darunter ein Flugkommandant und ein Katastrophenschutzexperte, an den Ort des angeblichen Geschehens. Und siehe da, die Hälfte unserer Sicherheitskräfte ist vor Ort. 6-7 Jeeps und Pickups im taghell erleuchteten Wald. Eine potenzielle PR-Katastrophe. Also sagte ich allen, sie sollen abbrechen und Männer und Ausrüstung zurück zur Basis bringen. Dann ging ich mit meinem Diktiergerät und einem kleinen Team zum angeblichen Landeplatz. Holt und sein Team bemerken drei Vertiefungen im Boden. Zusammen bilden sie ein Dreieck. Die Strahlenwerte sind um ein Zehnfaches höher als die normale Grundbelastung. Hinter der Sichtung scheint mehr zu stecken, als Holt zunächst glauben möchte. Die Bäume am Landeplatz hatten Scheuerstellen. Es gab abgeknickte Äste und beschädigte Baumkronen. Offensichtlich war etwas durch die Bäume gebrochen. Wir hörten auch die Tiere vom nahegelegenen Bauernhof. Die Kühe und Hühner waren kurzzeitig sehr aufgeregt und wurden dann ganz still. Dann plötzlich bemerkte jemand ein rot leuchtendes Objekt in der Ferne und ich habe das Diktiergerät wieder eingeschaltet. Im Januar 2007 hat es eine erstaunliche Geschichte auf die Titelseite der Chicago Tribune geschafft. Angestellte von United Airlines hatten ein scheibenförmiges, metallenes Objekt gesehen, das über ihrem Terminal schwebte, über Gate C-17. Das war zur Hauptverkehrszeit gegen 16, 16.30 Uhr. Viele hatten das Objekt vom Boden aus gesehen, Piloten, Besatzungsmitglieder, Arbeiter auf dem Flugfeld. Es war zwischen 7 und 27 Metern breit und schwebte minutenlang über Gate C-17. Dann schoss es plötzlich hoch, direkt durch die Wolken und hinterließ ein sehr klar umrissenes Loch. Die Augenzeugen, gestandene Flughafenmitarbeiter, waren völlig irritiert. Ich arbeite schon lange am O'Hare Airport. Das war definitiv kein normales Flugzeug. Der O'Hare-Vorfall ist einer von vielen und weist die typischen Merkmale früherer UFO-Sichtungen auf. Ein scheibenförmiges Objekt, das lautlos in der Luft schwebt und schnell auf extreme Geschwindigkeit beschleunigt. Doch ein Beweisstück sollte erst noch ans Licht kommen. Einige Monate nach dem Vorfall erhält Keen Zugang zu Mitschnitten aus dem Tower, darunter die bis dato unveröffentlichte Aufnahme einer Sichtungsmeldung. Okay, I'm sorry. What can I do for you? I told Dave there was a disc flying outside above Charlie 17, and he thought I was pretty much high. But I'm not high, and I'm not drinking. Yeah. Someone actually has a picture of it, so if you guys see it out there. A disc? Like a frisbee? Like a UFO type thing. Yeah, okay. You know what? I'll keep a peeled eye for that. All right. Okay, goodbye.
Das sind wichtige Beweismittel. Dort war etwas und wurde dem Tower gemeldet. Aber man tat es als Scherz ab. Das hat sicher damit zu tun, dass die Luftfahrtbehörde UFO-Meldungen verhindern will. Es war mitten im Flugbeschränkungsgebiet eines ausgelasteten Flughafens und niemand wusste, was passieren würde. Also eine ernsthafte Bedrohung. Nach der Veröffentlichung dieser Aufnahmen musste die Luftfahrtbehörde Stellung beziehen. But once these tapes were released, they had to say something. Auf öffentlichen Druck hin folgt zwei Monate nach dem Vorfall eine eher nichtssagende Erklärung. Zunächst erklärte die Behörde, es sei ein Lichtreflex von einer Wolkenwand gewesen. Das komme durch die Flughafenbeleuchtung manchmal vor. Aber zu diesem Zeitpunkt würde er faszinierende Zeichnungen anfertigen. Peniston clearly got very close. See the essentially triangle. Peniston kam dem Objekt sehr nah. Hier die Dreiecksform, genauso angeordnet wie die Vertiefungen, die man auch an der Landestelle gefunden hatte. Dort, wo auch die höchsten Strahlungswerte gemessen wurden. Radiation readings were recorded in those three indentations. Als wir uns dem Flugobjekt näherten, spielte der Funk verrückt. Die Luft war elektrisch geladen, wir spürten das an Kleidung, Haut und Haaren. Meine Ausbildung hatte mich zu keinem Zeitpunkt auf so etwas vorbereitet. Sergeant Peniston beobachtete das Objekt für fast 45 Minuten. Besonders faszinierend waren die Symbole, die er an der Seite des Flugobjekts bemerkte. Sie erinnerten ihn an ägyptische Hieroglyphen. Er hat sie in seinem Notizbuch festgehalten. Viele Jahre nach dem Vorfall beschließt Sergeant Peniston, öffentlich über das Erlebte zu sprechen. Mehr als 80 Mitarbeiter der US Air Force, allesamt bestens geschult, sahen den Start mit eigenen Augen. Team und Zeugen hatten Order, strengste Geheimhaltung über die Untersuchung zu wahren. In der Nachbewertung des Vorfalls im Randallsham Forest ist für mich eindeutig bewiesen, es handelte sich um UFOs im Luftraum über dem Vereinigten Königreich. Mittlerweile gilt der Vorfall als eine der überzeugendsten UFO-Sichtungen. Sie weist eindeutige Parallelen mit anderen glaubwürdigen UFO-Fällen auf. Dreieckige, scheibenförmige Flugobjekte, die sich lautlos bewegen und schnell extreme Geschwindigkeiten erreichen. An diesem Vorfall werden alle anderen UFO-Sichtungen gemessen. Dank offizieller Untersuchungen von weiteren Fällen, die hochrangige Militärmitarbeiter oder Regierungsvertreter gemeldet haben, ergibt sich unwiderlegbares Beweismaterial. Doch was, wenn eine ganze Stadt ein UFO von der Größe zweier Fußballfelder beobachtet? Es sah aus wie ein Bumerang. Ein großes, schwarzes Objekt kam auf uns zu. Ich dachte, ich werde ohnmächtig. Aus der Nähe können Holt und sein Team auch Details erkennen. Es war oval. Diese Fläche war rötlich. Geschmolzenes Metall löste sich und fiel zu Boden. Das Zentrum war tiefschwarz und zwinkerte fast wie ein Auge. Das Objekt bewegte sich zickzackförmig in knapp 2 Metern Höhe durch die Bäume, als würde es etwas suchen. Es wurde eindeutig von einem intelligenten Wesen gesteuert. Ähnliche Berichte gibt es von anderen UFO-Sichtungen. Es gibt viele Berichte von schnellen, roten und gezielt fliegenden Flugkörpern. Für Holt und seine Kollegen alles andere als ein typisches Erlebnis. Der Pilot,
right about past that. Bill, it's coming this way. It's definitely coming this way. There's no doubt about it. This is weird. Wir beobachteten es 2-3 Minuten lang. Dann zerteilte es sich lautlos in 5 weiße Teile und verschwand. Wir waren wirklich schockiert. Ich dachte, das kann man doch keinem erzählen. Das glaubt niemand. Das ist zu bizarr. Dann schaute jemand nach Norden und sagte, was ist das? Vier oder fünf ovale Gebilde mit verschiedenfarbigen Lichtern, etwa einen Kilometer hoch, mit abrupten, schnellen Bewegungen. Wir hatten massenhaft Störgeräusche im Funk. Das ging die ganze Zeit so. Einige glaubten, einen Lichtstrahl über dem Waffenlager zu erkennen. Wir waren alle ziemlich beunruhigt. Plötzlich schwebt eines direkt über uns und wirft einen Lichtstrahl auf den Boden. Wir standen völlig regungslos da, wie unter Schock. Ich dachte, das muss doch irgendeinen Grund haben. Wollen sie kommunizieren? Angreifen? Warnen? Was sollen wir jetzt machen? Holt und seine Männer sind wie gelähmt. Auf so einen Anblick wurden sie in ihrer Militärausbildung nicht vorbereitet. So. Doch was, wenn eine ganze Stadt ein UFO von der Größe zweier Fußballfelder beobachtet? Es sah aus wie ein Bumerang. Ein großes, schwarzes Objekt kam auf uns zu. Ich dachte, ich werde ohnmächtig. Ich war wie erstarrt. Dieses Ding war kilometerlang. 1997 sahen Tausende ein riesiges Flugobjekt über Phoenix, Arizona. Do these lights belong to visitors from outer space? Es kam im Fernsehen. Alle gingen raus und sahen in den Himmel. Diese eindrucksvolle UFO-Sichtung liefert neue Erkenntnisse. Man versuchte sich in offiziellen Erklärungen. Die Air Force will gegen 22 Uhr Leuchtraketen abgeworfen haben. Die ersten Augenzeugenberichte gingen aber schon über eine Stunde früher ein. Das verhöhnt also tausende Aussagen. Ein ehemaliger Gouverneur macht ein Geständnis. Ich wusste mehr über die Lichter von Phoenix, als ich sagte. Dies sind die Phoenix Lights. Ich bin Fife Symington, ehemaliger Gouverneur von Arizona. Während meiner Amtszeit, Anfang 97, geschah etwas Seltsames. Manche nennen es die Lichter über Phoenix. Es begann Donnerstag, den 13. März 1997, 20.30 Uhr. Meine Tochter Monica rannte herein und sagte, etwas käme über den Camelback Mountain. Die Kinder rannten sofort raus und ich hinterher. Ich sah nach Norden. Meine Frau und ich sahen drei helle Lichter. Sie kamen in Form eines Dreiecks auf uns zu. Vorne waren 5 große Lichter. Es sah aus wie ein Bumerang. Ein massives Flugobjekt, lautlos, knapp über dem Boden. Die Größe war unglaublich, absolut gewaltig. Sogar größer als ein Einkaufszentrum. Es schwebte direkt über unserem Haus und wir konnten es 5 oder 6 Minuten lang beobachten. Meine Frau und ich starrten uns nur an und ich sagte, wir haben gerade unser erstes UFO gesehen. Do these lights belong to visitors from outer space? Hundreds of people across the valley think it's a distinct possibility. What is described as a giant, brightly lit boomerang soars through the air. No official explanation of those strange, bright lights. That night, what was being blasted all over. Es war das Thema im Fernsehen und Radio. Alle gingen raus und sahen in den Himmel. Tausende Menschen im Valley beobachteten es. Sagte, was ist das? What's that? And we
Vier oder fünf ovale Gebilde mit verschiedenfarbigen Lichtern, etwa einen Kilometer hoch, mit abrupten, schnellen Bewegungen. Wir hatten massenhaft Störgeräusche im Funk. Das ging die ganze Zeit so. Einige glaubten, einen Lichtstrahl über dem Waffenlager zu erkennen. Wir waren alle ziemlich beunruhigt. Plötzlich schwebt eines direkt über uns und wirft einen Lichtstrahl auf den Boden. Wir standen völlig regungslos da, wie unter Schock. Ich dachte, das muss doch irgendeinen Grund haben. Wollen sie kommunizieren? Angreifen? Warnen? Was sollen wir jetzt machen? Holt und seine Männer sind wie gelähmt. Auf so einen Anblick wurden sie in ihrer Militärausbildung nicht vorbereitet. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Dann verschwand es genauso plötzlich, wie es aufgetaucht war. Ich denke, das ist doch nicht normal. Was mache ich hier nur? Das ist doch ein Karrierekiller. Mehr als 60 Air Force-Mitarbeiter wollen in jenen zwei Nächten im Randallsham Forest ein UFO gesehen haben. Auf dem Stützpunkt war man erschüttert. Wir waren mitten im Kalten Krieg und die Basis war mit Nuklearwaffen ausgestattet. Eine Frage der nationalen Sicherheit für Briten und Amerikaner. Als befehlshabender Offizier muss Holt Meldung an seine Vorgesetzten machen. Er verfasst eine kurze Aktennotiz und hofft, das Ganze sei damit erledigt. Da sich der Stützpunkt in England befindet, wird das Memo an das zuständige Verteidigungsministerium weitergeleitet. Dort misst man dem Vorfall keinerlei Bedeutung für die nationale Sicherheit bei und schließt die Akte. So sollte es mehr als 10 Jahre lang bleiben. Ich heiße Nick Pope. Ich habe 21 Jahre lang für das Verteidigungsministerium gearbeitet. In den frühen 90er Jahren habe ich dort die UFO-Ermittlungen geleitet. Ich habe Sichtungen überprüft und ermittelt, ob Gefahr für das Vereinigte Königreich besteht. 1994 befasst sich Pope mit dem Vorfall im Randallsham Forest. Es war auffällig, dass es keinerlei offizielle Reaktion auf Halls Bericht gegeben hatte. Einer der ranghöchsten Offiziere, die je so etwas zu Protokoll gegeben hat, unser erstes UFO gesehen. Do these lights belong to visitors from outer space? Hundreds of people across the valley think it's a distinct possibility. What is described as a giant, brightly lit boomerang soars through the air. No official explanation of those strange bright lights. That night, what was being blasted all over. Es war das Thema im Fernsehen und Radio. Alle gingen raus und sahen in den Himmel. Tausende Menschen im Valley beobachteten es. In meinem Büro und dem Sicherheitsministerium liefen die Telefone heiß. Alle fragten, was los war. Ich habe beim Leiter der Nationalgarde angefragt und Mitarbeiter meiner Abteilung erkundigten sich bei der Luke Air Force Base, ob sie über dem Valley unterwegs waren. Wir bekamen keine Antwort. Nur ein, tja, wir wissen nicht, was es ist. Something strange happened in the skies over Arizona that still hasn't been fully explained. It's something UFO enthusiasts are calling a major sighting. Pilots report seeing it in the air, yet military radar screens pick up nothing. Whatever it was, it has more than a few Phoenicians watching the skies tonight. Well, in the weeks following... Über 700 Zeugen meldeten sich in den Folgewochen bei Behörden und beim National UFO Reporting Center, das damals in Seattle saß. Darunter waren Piloten, Polizeibeamte und Angehörige des Militärs. Trotz unterschiedlicher Beschreibungen des Objekts kristallisieren sich Parallelen heraus. Es war ein massives Objekt, nicht nur Lichter, in der Form eines Dreiecks, und es bewegte sich völlig lautlos. Und es wurde von verschiedenen Orten im County insgesamt 106 Minuten lang beobachtet.
We literally were laying down on the grass looking up at it. It was a solid, solid, solid object. Something that I'll never explain. Real deal. It was a major UFO. Eine riesige UFO-Sichtung, die Tausende in ganz Arizona miterlebten. Und alle erwarteten eine Stellungnahme der Regierung. Sie können sich vorstellen, dass die Menschen langsam panisch wurden. Sie wollten wissen, was vor sich ging und was wir unternehmen würden. Ich werde eine umfassende Untersuchung durch das Pentagon veranlassen. Wir werden aufklären, ob es ein UFO war. Ich habe nicht locker gelassen, ich wollte antworten. Doch niemand wollte zugeben, offiziell etwas gesehen zu haben. Stadträtin Barwood hat sich dann der Sache angenommen. Sie rief Senator John McCain an, dem die Air Force dann antwortete. Die Air Force teilt mit, es habe sich bei den Lichtern um Leuchtraketen gehandelt, die zwischen 21 Uhr... kam das negativ. Ich habe es mir angeschaut und fand es unglaublich. Ehrlich gesagt, ich habe es damals für ein Fake gehalten. Ich versuchte es mit Hilfe eines Modells nachzubilden, merkte dabei aber schnell, dass es kein Modell gewesen sein konnte. Also fragten wir jemanden, der sich mit digitaler Bildanalyse auskannte und über die entsprechenden Hilfsmittel verfügte, um die Echtheit des Fotos zu überprüfen. Das Dia wird daraufhin von Professor Marc Achois untersucht, einem Kernphysiker an der Königlichen Militärakademie in Brüssel. Professor Achois' Analyse der blauen Bereiche im Bild zeigt, dass eine Seite des Dreiecks gestochen scharf ist, während die anderen Seiten unscharf sind, was auf eigenständige Bewegungen des Objekts hinweist. Es ist keine Fälschung. Weltweit wird das Bild eingehender untersucht. So auch von Professor André Marion, Kernphysiker an der Universität Paris Süd. Professor Marion stellte fest, dass um das Objekt herum ein Magnetfeld herrschte. Er entdeckte ein Muster, das der Ausrichtung von Eisenspänen entlang magnetischer Feldlinien ähnelt. Aufgrund dieser Erkenntnisse gibt es Theorien, dass sich das Fluggerät durch einen magnetoplasmadynamischen Antrieb vorwärts bewegte, der durch ein elektrisch erzeugtes Magnetfeld Schubkraft generierte. Dies könnte auch erklären, warum Zeugen weder Geräusche noch Luftbewegungen wahrnahmen. In der UFO-Forschung gilt das Bild aus Petit-Rachin als überzeugendster Sichtungsbeweis aller Zeiten. Es bekräftigt nicht nur tausende UFO-Berichte aus Belgien, sondern teilt auch einige Merkmale mit den glaubwürdigsten Fällen. Ein dreieckiges Flugobjekt, das sich geräuschlos fortbewegt und schnell auf extreme Geschwindigkeit beschleunigt. Interessant ist, dass 3 Jahre nach den Vorfällen in Belgien eine sehr ähnliche Sichtungswelle in Großbritannien auftrat. Viele Augenzeugen berichteten von einem großen dreieckigen UFO mit 3 Lichtern an der Unterseite und einem größeren, etwas schwächeren Licht in der Mitte. In beiden Ländern kommt die jeweilige Regierung zu dem Schluss, dass wir es mit realen Erscheinungen zu tun haben. Nicht nur die Anzahl der Sichtungen in Belgien ist bemerkenswert. Die mehr als 2000 Vorfälle wurden auch gut dokumentiert und offiziell untersucht. Schwebt über einem nahegelegenen Feld und beleuchtet es wie ein Fußballstadion. Es war Ende November und ich witzelte, es sei vielleicht der verfrühte Nikolaus bei der Landung. Sie erwiderten, guck oben aus dem Fenster, dann siehst du es selbst. Ich gehe also hin und sehe das Objekt. Es schwebt etwa 200-300 Meter entfernt, wie ein Boot am Himmel. Es war ein überwältigender Anblick und mir war klar, wir sind nicht allein im Universum. Es war wunderschön. Je l'ai trouvé beau.
Augenblicklich wird Kreutz mit Anrufen besorgter Bürger überhäuft. Er beauftragt Polizeibeamte vor Ort, dem nachzugehen. Einer von ihnen ist Dieter Plomanz, Oberinspektor in Kelmis. Gemeinsam mit einem Kollegen führt er Drogenkontrollen nahe der niederländischen Grenze durch, als er angefordert wird. Wir hörten die Funksprüche und fuhren in die betreffende Richtung, hier herunter. Dann sahen wir ein Licht oder ein Objekt, so etwas in der Art, über Henri Chapelle, und fragten uns, was ist das? Ich gab ihnen Order, dem Objekt zu folgen und es zu beobachten. Sie folgten ihm nach Henri Chapelle, wo es über dem Seniorenheim auf der Stelle schwebte. So ziemlich genau an dieser Stelle haben wir damals auch gehalten. Wir sahen ein riesiges Objekt über uns, mit runden Lichtern an allen drei Ecken. Irgendwann flog ein weiteres, kleineres Objekt aus ihm heraus. Ein rötliches Blinklicht, das im selben Rhythmus blinkte wie das große Objekt. Plomanz und sein Kollege beobachten die Objekte mehrere Minuten lang, bis das kleinere plötzlich wieder im großen verschwindet. Dann gewann es an Höhe und flog einfach davon. An diesem Abend überschlugen sich die Sichtungsberichte. Allein 13 Polizeibeamte melden ein unbekanntes dreieckiges Flugobjekt, das an 8 Orten rund um Eupen gesehen wird. Auch aus der Bevölkerung gehen mehr als jede Menge Daten für die FAA. Ich ließ eine Grafik anfertigen. Sie zeigt jede Bewegung rund um die Boeing. Selbst ein Blinder hätte erkannt, dass sich da ein Objekt befand. Ich hielt es aber für einen Tarnkappenbomber. Wer glaubt schon an UFOs? Zurück in Washington wird Callahan zu einem Treffen mit dem Wissenschaftsstab vom Weißen Haus bestellt. Dort waren 3 Wissenschaftler aus Reagans Stab und 3 CIA-Männer. Ich spielte ihnen das Band 3-mal vor. Als das Video zu Ende ist, waren alle ganz aufgeregt. Sie konnten es kaum erwarten, alles zu sichten. Zum ersten Mal gibt es so umfangreiche Radaraufzeichnungen. Da deutete einer der CIA-Männer auf den Monitor und sagte, das hat niemals stattgefunden, ebenso wenig wie dieses Treffen hier. Wir konfiszieren alle Daten und verpflichten sie zur Geheimhaltung. Ich fragte, was denken Sie, was es war? Und glaubte nach wie vor an den Tarnkappenbomber. Und er sagt, ein UFO. 2 Monate später veröffentlicht die FAA eine offizielle Stellungnahme zu der Sichtung. Wie schon bei ähnlichen Vorfällen versucht man sich an Erklärungen. Sie sagten, es war ein Signalfehler, ein sogenanntes Geisterziel, nichts Dramatisches. Aber die japanischen Piloten können nichts davon bestätigen. Auf dem Radar sieht man nur Punkte und Striche. Wir müssen den Angaben des Piloten vertrauen. Terauchi beschließt, den Vorfall publik zu machen und riskiert dabei sein Ansehen als Pilot. Da er bereitwillig alle Aussagen gemacht und Fragen beantwortet hatte, beschloss Japan Airlines, ihn aus dem Cockpit zu entfernen. Er wurde praktisch zum Schreibtischpiloten degradiert. Und genau das ist das Dilemma. Solange die US-Regierung ihre Einstellung gegenüber UFO-Sichtungen beibehält, werden Augenzeugen wichtige Hinweise für sich behalten. Wissenschaft kann sich nur weiterentwickeln, wenn man Menschen die Möglichkeit gibt, offen und ehrlich ihre Erlebnisse zu berichten. Ohne diese Offenheit werden wir das Phänomen nie ergründen. Heutzutage kann man sich im Internet alle möglichen UFO-Videos ansehen. Es gibt viele gefälschte Aufnahmen und Fotos, die mit diversen Computerprogrammen nachbearbeitet wurden. Es ist fast unmöglich, die Spreu vom Weizen zu trennen.
Die einzig verlässlichen Aufnahmen sind die, die so gründlich analysiert wurden. Ich halte es mal. Sehen Sie sich diese Palmen an. Die sind identisch. Dieses Palmblatt und dieses Palmblatt hier und hier. Man hat ein und dieselbe Palme per Fotomontage zweimal ins Bild gepflanzt. Das ist unnatürlich, völlig unmöglich. Oder hier zum Beispiel, wenn das Ding über die Bäume fliegt. Es scheint ein extrem helles Licht abzugeben, aber es dringt überhaupt nicht durch die Blätter. Man sollte ein Glitzern sehen, ein Zusammenspiel, aber da ist nichts. Denn so ein Effekt ist echt schwer zu erzeugen. Also gut gemacht, aber darauf reingefallen bin ich nicht. Bisher gibt es kein unwiderlegbares Video eines UFOs, wohl aber wissenschaftlich analysierte und weithin anerkannte Fotos. Die Person affirme avoir vu longuement et à plusieurs reprises. Die belgische Sichtungswelle der späten 80er und frühen 90er Jahre war eine der größten, die es je gab, mit über 2000 faktenreichen Berichten von Piloten, Polizisten und Militärangehörigen. Das war ein Eingriff in den Luftraum und fiel damit in unsere Zuständigkeit als Luftwaffe. Die 18 Monate anhaltenden Sichtungen erschüttern die belgische Regierung und liefern das bis dato überzeugendste UFO-Beweismaterial. Ich habe es mir angeschaut und fand es unglaublich. Ich muss zugeben, ich habe es damals für ein Fake gehalten. It was a fake. Dies ist die belgische UFO-Welle. My name is Patrick Ferrin. Mein Name ist Patrick Ferrin. Ich bin Mitbegründer von SOPEPS, einer nicht kommerziellen Organisation zur Untersuchung von Phänomenen im Luft- und Weltraum. 1989 waren UFOs in Belgien kaum noch ein Thema. So wenig, dass wir beschlossen, unsere Arbeit einzustellen, weil es keinerlei Sichtungen mehr gab. Doch plötzlich geschahen rund um Eupen seltsame Dinge. Das war der Beginn der belgischen UFO-Welle. Wir bekamen keine Antwort. Nur ein Tja. Wir wissen nicht, was es ist. We don't know what it is. Something strange happened in the skies over Arizona that still hasn't been fully explained. It's something UFO enthusiasts are calling a major sighting. Pilots report seeing it in the air, yet military radar screens pick up nothing. Whatever it was, it has more than a few Phoenicians watching the skies tonight. Well, in the weeks following. Über 700 Zeugen meldeten sich in den Folgewochen bei Behörden und beim National UFO Reporting Center, das damals in Seattle saß. Darunter waren Piloten, Polizeibeamte und Angehörige des Militärs. Trotz unterschiedlicher Beschreibungen des Objekts kristallisieren sich Parallelen heraus. Es war ein massives Objekt, nicht nur Lichter, in der Form eines Dreiecks, und es bewegte sich völlig lautlos. Und es wurde von verschiedenen Orten im County insgesamt 106 Minuten lang beobachtet. We literally were laying down on the grass looking up at it. It was a solid, solid, solid object. Something that I'll never explain. Real deal. It was a major UFO. Eine riesige UFO-Sichtung, die Tausende in ganz Arizona miterlebten. Und alle erwarteten eine Stellungnahme der Regierung. Sie können sich vorstellen, dass die Menschen langsam panisch wurden. Sie wollten wissen, was vor sich ging und was wir unternehmen würden. Ich werde eine umfassende Untersuchung durch das Pentagon veranlassen. Wir werden aufklären, ob es ein UFO war.
Ich habe nicht locker gelassen, ich wollte antworten. Doch niemand wollte zugeben, offiziell etwas gesehen zu haben. Stadträtin Barwood hat sich dann der Sache angenommen. Sie rief Senator John McCain an, dem die Air Force dann antwortete. Die Air Force teilt mit, es habe sich bei den Lichtern um Leuchtraketen gehandelt, die zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr abgeschossen wurden. Da jedoch bereits um 20.15 Uhr Lichter beobachtet worden waren, noch dazu in einem anderen Teil der Stadt, liefert auch das keine Erklärung. They were all shot right around 10 o'clock at night. They were all southwest of Phoenix. They weren't even over the city or even in the county. What my wife and I saw happened at 8:30. Seems to me, this big object came over at 8:30. The authorities decided they better do something to cover it up, so they had a flare show at 10. Well, it was an intentional diversion, yes. Verwirrend ist, dass die Lichter, die das Fernsehen zeigte, tatsächlich die Leuchtraketen waren. Denn die Bilder wurden gegen 22 Uhr aufgezeichnet. Hieroglyphen. Er hat sie in seinem Notizbuch festgehalten. Viele Jahre nach dem Vorfall beschließt Sergeant Penniston, öffentlich über das Erlebte zu sprechen. Mehr als 80 Mitarbeiter der US Air Force, allesamt bestens geschult, sahen den Start mit eigenen Augen. Team und Zeugen hatten Order, strengste Geheimhaltung über die Untersuchung zu wahren. In der Nachbewertung des Vorfalls im Randallsham Forest ist für mich eindeutig bewiesen, es handelte sich um UFOs im Luftraum über dem Vereinigten Königreich. Mittlerweile gilt der Vorfall als eine der überzeugendsten UFO-Sichtungen. Sie weist eindeutige Parallelen mit anderen glaubwürdigen UFO-Fällen auf. Dreieckige, scheibenförmige Flugobjekte, die sich lautlos bewegen und schnell extreme Geschwindigkeiten erreichen. An diesem Vorfall werden alle anderen UFO-Sichtungen gemessen. Dank offizieller Untersuchungen von weiteren Fällen, die hochrangige Militärmitarbeiter oder Regierungsvertreter gemeldet haben, ergibt sich unwiderlegbares Beweismaterial. Doch was, wenn eine ganze Stadt ein UFO von der Größe zweier Fußballfelder beobachtet? Es sah aus wie ein Bumerang. Ein großes, schwarzes Objekt kam auf uns zu. Ich dachte, ich werde ohnmächtig. Ich war wie erstarrt. Dieses Ding war kilometerlang. 1997 sahen Tausende ein riesiges Flugobjekt über Phoenix, Arizona. Es kam im Fernsehen. Alle gingen raus und sahen in den Himmel. Diese eindrucksvolle UFO-Sichtung liefert neue Erkenntnisse. Man versuchte sich in offiziellen Erklärungen. Die Air Force will gegen 22 Uhr Leuchtraketen abgeworfen haben. Die ersten Augenzeugenberichte gingen aber schon über eine Stunde früher ein. Das verhöhnt also tausende Aussagen. Ein ehemaliger Gouverneur macht ein Geständnis. Ich wusste mehr über die Lichter von Phoenix, als ich sagte. Dies sind die Phoenix Lights. Ich bin Fife Symington, ehemaliger Gouverneur von Arizona. Während meiner Amtszeit, Anfang 97, geschah etwas Seltsames. Manche nennen es die Lichter über Phoenix. Dann sahen wir ein Licht oder ein Objekt, so etwas in der Art, über Henri Chapelle, und fragten uns, was ist das? Ich gab ihnen Order, dem Objekt zu folgen und es zu beobachten. Sie folgten ihm nach Henri Chapelle, wo es über dem Seniorenheim auf der Stelle schwebte. So ziemlich genau an dieser Stelle haben wir damals auch gehalten. Wir sahen ein riesiges Objekt über uns, mit runden Lichtern an allen drei Ecken. Irgendwann flog ein weiteres, kleineres Objekt aus ihm heraus. Ein rötliches Blinklicht.
das im selben Rhythmus blinkte wie das große Objekt. Plomanz und sein Kollege beobachten die Objekte mehrere Minuten lang, bis das kleinere plötzlich wieder im großen verschwindet. Dann gewann es an Höhe und flog einfach davon. An diesem Abend überschlugen sich die Sichtungsberichte. Allein 13 Polizeibeamte melden ein unbekanntes dreieckiges Flugobjekt, das an 8 Orten rund um Eupen gesehen wird. Auch aus der Bevölkerung gehen mehr als 60 Meldungen ein. Schnell regt sich internationales Medieninteresse und zwingt die belgische Regierung zu handeln. Ein historisches Ereignis. Die Beschreibungen des Objektes ähnelten sich sehr. Vor allem aber, das war erst der Anfang. Des personnes affirment avoir vu longuement et à plusieurs reprises des objets volants et lumineux de forme triangulaire. Ils ont vu dans le ciel un phénomène étrange, un ovni. Schon am nächsten Tag begann der Medienrummel. Im Fernsehen wurde darüber berichtet, in den Zeitungen, überall. Wir fuhren sofort nach Eupen, um Augenzeugen zu befragen. Wir haben 150 Sichtungen in der Gegend registriert und die Beschreibungen sind fast identisch. Ein großes Dreieck. Ähnlich wie in Randallsham konnte man es in der ganzen Region sehen und das über 106 Minuten lang. Tausende hatten es gesehen. Das öffentliche Interesse wurde fast schon zu Hysterie. Drei Monate später bringt die USA Today die Sichtung aufs Titelblatt und rückt Governor Symington damit ins Zentrum des Interesses. Anfang Juni wurde das öffentliche Interesse so groß, dass wir praktisch belagert wurden. Also berief ich die Pressekonferenz ein, um die Gemüter zu beruhigen. Am 19. Juni tritt Symington vor die Presse und verkündet, das Rätsel sei gelöst. Ich bitte nun Officer Stein, den Angeklagten hereinzuführen, damit wir uns ein Bild von ihm machen können. Halten Sie ihn von mir fern, bitte. Ich hoffe, das zeigt Ihnen, dass Sie das Ganze eindeutig zu ernst nehmen. Das sollte ein Scherz sein. Leider fand ihn niemand lustig. Das war eine Beleidigung. Ich bin sauer, genau wie viele andere Augenzeugen. Viele hätten etwas aussagen können, haben aber geschwiegen, weil sie nicht ausgelacht werden wollten. Ich war wütend, denn ich weiß, was ich gesehen habe. Eine Frechheit. Dieses Ding war 5 Minuten lang über meinem Haus. Das sollte doch jemanden interessieren. Die Pressekonferenz hat viele Menschen verärgert. Das tut mir leid. Vor allem aber wusste ich mehr über die Lichter, als ich sagte. Ich hätte schon früher über mein eigenes Erlebnis sprechen sollen. Am 13. März saß ich mit meiner Familie beim Abendessen. Das Fernsehen brachte die UFO-Meldungen. Ich war also auf dem Laufenden. Ich sagte, ich fahre mal kurz den Lincoln Drive am Squaw Peak vorbei und sehe nach, was da los ist. Als ich ankam, waren die Leute ganz normal im Park unterwegs. Ein paar Minuten später rief jemand, guck mal, da. Im Nordwesten zeichnete sich dieses gewaltige Flugobjekt in etwa 1 Kilometer Höhe ab. Es nahm einen großen Teil des Himmels ein. Weiter entfernt waren Flugzeuge. Die wirkten im Vergleich dazu wie Ameisen.
Es kam lautlos auf uns zu. Es bewegte sich sachte, nicht besonders schnell. Es schwebte einfach über den Squaw Peak. Scheibenförmiges Objekt, das von einem intelligenten Wesen gesteuert scheint und extrem schnell beschleunigt. Das Erstaunlichste, das Objekt folgt dem Flugzeug knapp eine Stunde lang über eine Entfernung von 560 Kilometern. Jede Menge Daten für die FAA. Ich ließ eine Grafik anfertigen. Sie zeigt jede Bewegung rund um die Boeing. Selbst ein Blinder hätte erkannt, dass sich da ein Objekt befand. Ich hielt es aber für einen Tarnkappenbomber. Wer glaubt schon an UFOs? Zurück in Washington wird Callahan zu einem Treffen mit dem Wissenschaftsstab vom Weißen Haus bestellt. Dort waren drei Wissenschaftler aus Reagans Stab und drei CIA-Männer. Ich spielte ihnen das Band dreimal vor. Als das Video zu Ende ist, waren alle ganz aufgeregt. Sie konnten es kaum erwarten, alles zu sichten. Zum ersten Mal gibt es so umfangreiche Radaraufzeichnungen. Da deutete einer der CIA-Männer auf den Monitor und sagte, das hat niemals stattgefunden, ebenso wenig wie dieses Treffen hier. Wir konfiszieren alle Daten und verpflichten sie zur Geheimhaltung. Ich fragte, was denken Sie, was es war? Und glaubte nach wie vor an den Tarnkappenbomber und er sagt, ein UFO. 2 Monate später veröffentlicht die FAA eine offizielle Stellungnahme zu der Sichtung. Wie schon bei ähnlichen Vorfällen versucht man sich an Erklärungen. Sie sagten, es war ein Signalfehler, ein sogenanntes Geisterziel, nichts Dramatisches. Aber die japanischen Piloten können nichts davon bestätigen. Auf dem Radar sieht man nur Punkte und Striche. Wir müssen den Angaben des Piloten vertrauen. Terauchi beschließt, den Vorfall publik zu machen und riskiert dabei sein Ansehen als Pilot. Da er bereitwillig alle Aussagen gemacht und Fragen beantwortet hatte, beschloss Japan Airlines, ihn aus dem Cockpit zu entfernen. Er wurde praktisch zum Schreibtischpiloten degradiert. Und genau das ist das Dilemma. Solange die US-Regierung ihre Einstellung gegenüber UFO-Sichtungen beibehält, werden Augenzeugen wichtige Hinweise für sich behalten. Wissenschaft kann sich nur weiterentwickeln, wenn man Menschen die Möglichkeit gibt, offen und ehrlich ihre Erlebnisse zu berichten. Ohne diese Offenheit werden wir das Phänomen nie ergründen. Heutzutage kann man sich im Internet alle möglichen UFO-Videos ansehen. Es gibt viele gefälschte Aufnahmen unten befunden und sei dann verschwunden. Der damalige Bericht an die Briten enthielt aber ein falsches Datum und man überprüfte die falsche Nacht. Als wir das bemerkten, waren die Radardaten nicht mehr verfügbar. Die Erstermittlung wimmelte vor groben Fehlern. Doch Pope untersucht nicht nur die Fehler der Erstermittler. Bald sollte er einem Zeugen begegnen, der einem der Flugobjekte so nahe kam, dass er es berühren und faszinierende Zeichnungen anfertigen konnte. Eindeutige Beweise für unbekannte Flugobjekte im Luftraum über dem Vereinigten Königreich. 1980. Kurz nach Weihnachten beobachten mehr als 60 Mitarbeiter der US Air Force über den NATO-Stützpunkten Bentwaters und Woodbridge in England mehrere seltsame Flugobjekte. Der Vorfall erschüttert auch Oberst Charles Holt, den stellvertretenden Stützpunktkommandeur. Ich dachte, das kann man keinem erzählen. Das glaubt niemand. Das ist zu bizarr. Die Sichtung wurde nie von offizieller Seite kommentiert. Die Zeugen werden mit ihren Eindrücken allein gelassen. Bis der Brite Nick Pope, UFO-Beauftragter des Verteidigungsministeriums, die Untersuchung der inzwischen berüchtigten Sichtung neu aufrollt. Die Erstermittlung wimmelte ganz eindeutig vor groben Fehlern.
Aufgrund dieser Versäumnisse stellt Pope weitere Nachforschungen an. 1994 spricht er mit einem äußerst wichtigen Zeugen, dem zum Zeitpunkt des Vorfalls für die Sicherheit zuständigen Sergeant James Penniston. 2 Tage vor Oberst Halls Sichtung hatte auch Sergeant Penniston das UFO gesehen. Zusammen mit 2 weiteren Piloten hatte er sich dem Objekt sogar genähert. Dadurch konnte er faszinierende Zeichnungen anfertigen. Penniston clearly got very close. See the essentially triangle. Penniston kam dem Objekt sehr nah. Hier die Dreiecksform, genauso angeordnet wie die Vertiefungen, die man auch an der Landestelle gefunden hatte. Dort, wo auch die höchsten Strahlungswerte gemessen wurden. Radiation readings were recorded in those 3 indentations. Als wir uns dem Flugobjekt näherten, spielte der Funk verrückt. Die Luft war elektrisch geladen, wir spürten das an Kleidung. Flammenspiel. Aber da ist nichts. Denn so ein Effekt ist echt schwer zu erzeugen. Also gut gemacht, aber darauf reingefallen bin ich nicht. Bisher gibt es kein unwiderlegbares Video eines UFOs. Wohl aber wissenschaftlich analysierte und weithin anerkannte Fotos. Die belgische Sichtungswelle der späten 80er und frühen 90er Jahre war eine der größten, die es je gab, mit über 2000 faktenreichen Berichten von Piloten, Polizisten und Militärangehörigen. Das war ein Eingriff in den Luftraum und fiel damit in unsere Zuständigkeit als Luftwaffe. Die 18 Monate anhaltenden Sichtungen erschüttern die belgische Regierung und liefern das bis dato überzeugendste UFO-Beweismaterial. Ich habe es mir angeschaut und fand es unglaublich. Ich muss zugeben, ich habe es damals für ein Fake gehalten. It was a fake. Dies ist die belgische UFO-Welle. Mein Name ist Patrick Farin. Ich bin Mitbegründer von SOPEPS, einer nicht kommerziellen Organisation zur Untersuchung von Phänomenen im Luft- und Weltraum. 1989 waren UFOs in Belgien kaum noch ein Thema. So wenig, dass wir beschlossen, unsere Arbeit einzustellen, weil es keinerlei Sichtungen mehr gab. Doch plötzlich geschahen rund um Eupen seltsame Dinge. Das war der Beginn der belgischen UFO-Welle. Ich heiße Albert Kreutz. Am 29. November 1989 hatte ich abends Dienst in der Polizeistation in Eupen. Gegen 17.30 Uhr berichten einige Polizisten Kreutz von einem Flugobjekt. Es schwebt über einem nahegelegenen Feld und beleuchtet es wie ein Fußballstadion. Es war ein Unsere Gesellschaft neigt dazu, UFO-Sichtungen nicht ernst zu nehmen. Das ist ein echtes Problem. Wir sollten vernünftiger damit umgehen. Es sind nicht immer nur Flugzeuglichter, Wetterballons oder Scherze. Das ist ein reales Phänomen, mit dem sich die Wissenschaft ernsthaft beschäftigen sollte. Wir haben hier die Chance, Unvorstellbares zu lernen. Potentially, it has incredible things to teach us. Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Zivilisation erst rund 40.000 Jahre alt ist. Ein Wimpernschlag für die Galaxie. Wir sind junge Hüpfer. So we are babes in the woods.
Und mit Hunderten von Milliarden von Sternen ergibt sich eine enorme Zahl von Planeten, darunter, wie wir wissen, auch erdähnliche. Die Wahrscheinlichkeit, dass es da draußen Leben gibt, scheint mir ziemlich groß. Es gibt komplexe analytische Verfahren für die Beobachtung von Planeten, Sternen und Nebeln im Universum. Aber ich fragte mich, wurde je ein ernsthafter, technisch fundierter Versuch unternommen, UFOs zu filmen? Man könnte praktisch das Kennedy-Video der UFO-Sichtungen produzieren. Die Antwort lautet nein. Aus meiner Neugier wurde ein Hobby. Ich wollte mit ausgefeilter digitaler Technologie zur Bewegungssteuerung und Kursverfolgung, die wir für Spezialeffekte wie in Unheimliche Begegnung der dritten Art benutzten, ein UFO aufnehmen. Für sein Projekt UFO Talk, UFO-Fotografie, zeichnet Trumbull mit Kameras und Funkantennen Bilder vom Nachthimmel auf. Indem er einen Bereich von mehreren Standorten aus beobachtet, kann er Geschwindigkeit, Flugbahn und Höhe eines beliebigen Objekts genau bestimmen und ermitteln, ob es sich um ein konventionelles Flugzeug handelt. Ich möchte Aufnahmen erstellen, die detaillierten wissenschaftlichen Analysen durch Experten standhalten und wie das Kennedy-Video eindeutigen Aufschluss über die Ereignisse geben. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren auf Beweise für weiteres intelligentes Leben im Universum stoßen. Das wird geschehen, wahrscheinlich schon bald. Daran möchte ich teilhaben. Wir leben in einer großartigen Zeit für UFO-Forscher und die Beweislage wird immer dichter. Unser Umgang mit diesen Daten muss allerdings höchsten wissenschaftlichen Standards entsprechen.